Also was ist unser Anliegen mit der heutigen Veranstaltung Deutschland und sein Ethnonationalismus 1989 bis heute? Nächstes Wochenende wird der 3. Oktober hier in Bremen mit dem Slogan 20 Jahre deutsche Einheit von Staatsseite her feierlich begangen. Dies war uns als Gruppe Anlass, uns in den vergangenen Monaten mit der Kritik des Nationalismus, also mit der Kritik von Nation, Staat und Kapital im Allgemeinen und mit der Kritik des deutschen Nationalismus im Besonderen zu befassen. Klar hervorgetreten ist für uns dabei, dass der deutsche Nationalismus in seiner spezifischen Ausprägung 1945, 1989 und 2010 allein über die strukturellen Bestimmungen des Zusammenhangs von bürgerlichem Rechtsstaat und kapitalistisch organisierter Gesellschaft nicht zu fassen ist. Eine materialistisch-antinationale Lesart also, die Deutschland nur aufgrund dessen kapitalismusförmigen Durchschnittsnationalismus kritisiert, wird der besonderen Geschichte vor und nach Auschwitz und ihrem Niederschlag im kollektiven deutschen Narrativ nicht gerecht. Schnell werden alle politischen und gesellschaftlichen Äußerungen einem Interesse am Standort Deutschland untergeordnet oder Besonderes und Allgemeines kurzgeschlossen über das Argument, dass sich die Einzelnen mit der Macht des Staates identifizieren. Deutscher Nationalismus kann weder alleinig als Interessenskalkül noch nur als Ohnmachtserfahrung von der am Weltmarkt ausgerichteten Konkurrenzgesellschaft gefasst werden. Denn so lassen sich gesellschaftliche Phänomene, beispielsweise, dass ein Großteil der Deutschen heute doch endlich wieder mal einfach ganz normal wieder stolz auf Deutschland sein wolle, nicht erklären. Ebenso wenig ist damit die konstitutive Verschmelzung von Nationalismus und Ethnizität in der Berliner Republik zu fassen. So wird seit 20 Jahren ganz selbstverständlich das ethnonationalistische Wort Wiedervereinigung bemüht, obwohl Auschwitz und der Alltag der gegenwärtigen deutschen Migrationsgesellschaft nirgendwo in der deutschen Tradition anschließen können. Aus dieser Gemengelage ergeben sich oder haben sich für uns folgende Fragen ergeben. Was bedeutet die gängige und auffallende Betonung in WM und Popkultur, endlich wieder mal und einfach ganz normal wieder sich selbst als Deutsche und Deutschland als Land feiern zu wollen? Wie ist die deutsche Erinnerungskultur einzuschätzen? Und was sagt uns die seit einigen Jahren laut vernehmbare öffentliche Debatte um Leitkultur, Multikulti und Integration, wie sie aktuell von und über Thilo Sarrazin geführt wird, über das nationale Selbstverständnis der Deutschen aus? Wie lassen sich die Veränderungen der staatlichen Asylpolitik und im Staatsbürgerschaftsrecht in den vergangenen Jahren verstehen? Und was bedeutet die Rede von Wiedervereinigung und 20 Jahre deutscher Einheit für eine Spezifik des deutschen Nationalismus heute? Auf die gestellten Fragen hoffen wir nun, einige Antworten von Ihnen, unserem Referenten Herrn Detlef Clausen, zu bekommen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier heute vortragen und möchte gerne vorher noch einige Worte zur Vorstellung Ihrer Person sagen. Detlef Clausen ist Professor für Soziologie an der Universität Hannover. Er hat zahlreiche Schriften zu Antisemitismus, Ethnonationalismus und kritische Theorie verfasst. Bekannt geworden ist Detlef Clausen unter anderem durch folgende zwei Bücher: Die Grenzen der Aufklärung, die gesellschaftliche Genese des Antisemitismus von 1987 und durch Theodor W. Adorno, ein letztes Genie von 2003. Sein Aufsatz Tradition der Traditionslosigkeit aus dem Jahre 2002, in dem es unter anderem um das Verhältnis von völkischem Nationalismus und deutschem Ethnonationalismus vor und nach 1945 geht, hat uns als Gruppe Associazione delle Talpe veranlasst, Detlef Clausen einzuladen. Er ist heute ein zweites Mal unser Gast, nachdem er 2008 im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe zum 9. November 1938 referierte. Heute und hier wird er zu Deutschland und sein Ethnonationalismus 1989 bis heute sprechen. Bevor ich jetzt gleich das Wort an Sie übergebe, möchte ich aber noch auf drei Veranstaltungen hinweisen, die sich in einem ganz ähnlichen oder mit ähnlichen Fragestellungen befassen. Zum einen gibt es am Freitag im Lagerhaus eine Diskussionsveranstaltung mit unter anderem Thomas Ebermann, Ted Geier
und Ted Geier und anderen, die sich zur Kritik der Identifikation mit der Nation auf dem Podium streiten werden. Dann veranstaltet die antinationale Gruppe Bremen am 6. November, ist ein Samstag, einen Tageskongress mit dem Titel auf einer Skala von 1 bis 10, wie scheiße ist Deutschland, Konferenz zum Stand der Kritik. Es liegen Flyer aus zu den Veranstaltungen, die ich jetzt benenne. Und dann möchte ich auf unsere nächste Veranstaltung hinweisen mit Nadja Rakowitz. Die wird am 11. November hier sein und eine Veranstaltung oder einen Vortrag halten mit dem Titel Die Kritik am Zins, Sackgasse der Kapitalismuskritik. So, das war es jetzt an Worten meinerseits. Und bitte schön, Herr Klaus. Ja, vielen Dank für die Einladung und auch für die sehr nette Einführung, die Sie gegeben haben. Es ist gar nicht so einfach, über Deutschland zu reden, ohne in vorgefertigte Schemata zurückzufallen. Und ich versuche es ein bisschen einmal zu öffnen, dieses Thema. Eine der großen Merkwürdigkeiten, auf der anderen Seite ist es aber wiederum gar nicht so überraschend, eine der großen Merkwürdigkeiten ist, dass diese Diskussion in Deutschland, ich möchte das einmal sagen, teutonozentrisch geführt wird. Das heißt eigentlich, dass man glaubt, irgendwie über 1989 reden zu können, als ob es da nur um Bundesrepublik und DDR gegangen ist. Und das verkennt natürlich die Lage, dass das eine Funktion, beziehungsweise zwar im Zentrum dieses Geschehens stand, aber dass es eine Funktion eines viel größeren Zusammenhangs war, nämlich des Zusammenbruchs des Realsozialismus als Gesellschaftssystem. Das hat zunächst einmal mit Nationalismus oder Nation relativ wenig zu tun, aber in der Folge, und darüber muss man sich Gedanken machen, in der Folge hat es schon einiges damit zu tun. Dann ist man aber gleich weg von diesem Fixdatum 1989, 1990. Eric Hobsbawm, der große englische Historiker, hat ja uns vertraut gemacht mit Unterscheidungen, die ich für sehr sinnvoll halte. Unterscheidungen nämlich zwischen Long Century, damit ist das 19. Jahrhundert gemeint, von, könnte man sagen, entweder 1789 oder 1815, um das Ende der Napoleonischen Kriege zu benennen, bis 1914. Das wäre also das Long Century. Das Short Century wäre eben das kurze 20. Jahrhundert von Beginn an, von der Oktoberrevolution 1917, der russischen Oktoberrevolution 1917, bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion 1989-90. Das sind im Grunde genommen sehr sinnvolle Unterscheidungen, die aber diese ganze sogenannte deutsche Frage ein bisschen dezentrieren. In beiden Jahrhunderten spielte allerdings Deutschland eine zentrale Rolle. Was jetzt für viele Leute sehr enttäuschend ist, dass eigentlich nach 1990 Deutschland eine viel geringere Rolle spielt. Das ist ja weltgeschichtlich, wenn man eine ganz große Perspektive anlegt, Deutschland, aber auch Europa eigentlich den Charakter einer Provinz bekommen haben. Das ist sehr verletzend, für Leute, die sich sehr gerne groß fühlen und stark fühlen und sonst etwas wollen. Aber es ist auch etwas, was in manche Leute, in die Gehirne mancher Leute nur sehr, sehr schwer reingeht, die von Deutschland immer die Wiederholung der größten Schrecklichkeiten befürchten. Ich kann mich erinnern, dass im März 1990 war ich auf einer Konferenz in Berkeley, Kalifornien. Und da ging es um Antisemitismus, mal wieder. Aber selbstverständlich wurde da dauernd über das Problem Deutschland und so weiter diskutiert. Und also der ganze Raum war in einem wunderbaren Klima, wunderbaren Wetter, herrlichen Gelände in Berkeley, Kalifornien. Der Raum war voll von Ängsten und Schrecklichkeiten und was jetzt drohen würde, wenn die
sogenannte Wiedervereinigung Deutschlands käme. Und dann konnte ich mich nicht zurückhalten und habe mich zu Wort gemeldet und habe gesagt, also Ihre Befürchtungen, es tut mir wirklich leid, aber die gehen völlig in die Irre. Sie werden die nächsten 20 Jahre von Deutschland wenig hören. Die werden nur mit sich selbst beschäftigt sein, weil sie dieses Dilemma, dafür gibt es weder ein Konzept, weder in der westlichen politischen Elite noch in der östlichen Opposition gibt es ein Konzept überhaupt für das, was die Wiedervereinigung nennen. Allein der Ausdruck Wiedervereinigung ist ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Der Hilflosigkeit, weil man überhaupt die Realität nicht wahrnehmen will. Die Realität ist das, dass eine historisch einmalige Aufgabe besteht, nämlich zwei unterschiedliche Gesellschaftssysteme zusammenzubringen. Und viele der Verwerfungen, die wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben, hängen damit zusammen, mit dieser Konzeptionslosigkeit von allen Seiten. Dass sie das überhaupt nicht kapiert haben, was das bedeutet. Die westliche Wissenschaft hatte vorher die DDR zur 10. größten Industrienation hochgerechnet. Das war der gigantischste Schrottpark moderner Industrialisierung, den es überhaupt jemals gegeben hat. Das war eine völlige Übertreibung. Man hat den Leuten geglaubt, den Statistikern, die meisten Statistiker waren noch Stasi-Mitarbeiter, die in den Westen, also es ist so grotesk, es ist absolut grotesk. Ein Blick auf die gesellschaftliche Realität hätte einem das alles sagen können, dass es anders ist. Sozusagen, woran ist denn der Realsozialismus zugrunde gegangen? Ich habe den sehr, sehr geschätzt, den Jacek Kuroin, der leider verstorben ist, inzwischen, ein wesentliches Mitglied der Solidarność in Polen gewesen ist, als das noch eine echte Gewerkschaft war, und der das wunderbar gesagt hat. Das liegt doch nicht daran, dass wir den Sozialismus gestürzt haben, weil wir so gut waren als Opposition, sondern es lag daran, dass dieses System innere Probleme hatte, die es nicht mehr lösen konnte. Und deswegen kann man das auch sagen, dass es eigentlich eine Implosion war. Was von vielen Leuten dann irgendwie schön geredet wurde, irgendwie eine Revolution oder sonst etwas. Ich erinnere noch ganz genau, als es 1980 kamen, so westliche Linke, die kamen irgendwie nach Stettin auf die Werft und haben dann gesagt, zu den Arbeitern in Polen, den Werftarbeitern, haben die dann gesagt, also bei den großen Streiks, sagt mal, toll, was wollt ihr denn jetzt mit eurer Revolution erreichen? Ja, die haben die angeguckt wie Omnibusse oder sonst etwas. Revolution. Wir regeln unsere eigenen Angelegenheiten. Das war ganz sachlich, worum es ging. Draufgesetzt wurden ungeheure Interpretationen. Und das ist etwas, glaube ich, was für uns wichtig ist, wenn wir über diese Dinge nachdenken. Glauben Sie bloß nicht diese aufgesetzten Interpretationen, sondern untersuchen Sie die Sachen selber, die gesellschaftlichen Konflikte, aus denen das entstanden ist. Okay, also ich würde behaupten, und das ist eben auch in der DDR so gewesen, dass im Grunde genommen die DDR zugrunde gegangen ist an ihren eigenen internen Widersprüchen. Widersprüche, die sie nicht hat lösen können. Ich bin noch am 4. November 1989 in Ost-Berlin gewesen. Da gab es vielleicht am 4. November 1989 in Ost-Berlin, da waren 1 Million Menschen, da auf diesem riesigen leeren Platz Alexander. Es gab vier schwarz-rot-goldene Fahnen. Sehr groß, aber vier bei einer Million Menschen am 4. November 1989. Die waren organisiert von der LDP, also den freidemokratischen Blockflöten. Ne? Also dann, deswegen dann auf einmal Genscher. FDP nahm plötzlich enorm zu in Westdeutschland, ne, weil die irgendwie sich als dann auch als Partei der Einheit dargestellt hat. Das war dann am 4. November. Ich fürchte, Ende November, da
musste ich mein Geld verdienen, war ich irgendwie Berichterstatter auf dem SPD-Parteitag in Berlin. Oskar Lafontaine, an den kann sich ja kaum noch einer erinnern. Oskar Lafontaine hielt da eine riesen Brandrede. Schrecklich. Gleichzeitig lief im Fernsehen Helmut Kohl in Dresden. Ein Meer von schwarz-rot-goldenen Fahnen. Was war da eigentlich passiert? Passiert war eben dieses Umkippen. Ne? Dieses Umkippen von wir sind das Volk zu wir sind ein Volk. Ein Unterschied. Wir sind das Volk, das war noch direkt aus der DDR-Geschichte geboren. Nämlich aus der DDR-Geschichte geboren, dass eigentlich die Staatsideologie der DDR ursprünglich gewesen war, war ja gar nicht der Sozialismus. Deswegen deutsche Demokratie, nicht deutsche sozialistische Republik oder deutsches kommunistisches Superdeutschland oder sonst irgendetwas, sondern deutsche demokratische Republik. Es sollte eine demokratisch-antifaschistische Revolution. Das war das Programm von 1948 gewesen. Deswegen hatten die auch eine super Hymne von Johannes R. Becher und Hans Eisler, vielleicht einem der größten Komponisten des 20. Jahrhunderts in Deutschland, komponiert. Hieß Auferstandener aus Ruinen. Deutschland eigentlich Vaterland ist, nicht? Endet das. Sie ist von 48. Das zeigt irgendwie, was in der Gründung der DDR drin war. Deutschland eigentlich Vaterland, das war irgendwie die Vorstellung, auferstanden aus Ruinen. Das sollte sein, ja, auferstanden aus den Ruinen, die der Faschismus verschuldet hatte. Ein neues Deutschland, deswegen hieß diese Zeitschrift, die dann so fürchterlich wurde, diese Zeitschrift hieß Neues Deutschland. Das war ein Programm, ein antifaschistisches Programm, dass die allerdings dann mit Füßen getreten haben. Oder wie konnte man das dann auch später sagen? Als sie dann gemerkt haben, irgendwie, dass das nicht klappt mit dem Einig Vaterland, dass das nicht so das Anziehende ist, haben sie ja dann plötzlich die Hymne nur noch gespielt bei Olympiaden und sonst etwas. Aber es durfte nicht mehr gesungen werden. Der Text, die haben ihren eigenen Text verboten. Ne? Weil ja Deutschland Einig Vaterland drin war. Ne? Und das war irgendwie... passte nicht mehr zu der Ideologie. Warum passt es nicht mehr zu der Ideologie? Weil die dieses Programm überhaupt nicht durchgehalten haben und diese Konzeption nicht durchgehalten haben. Das hängt, und das wird jetzt für Sie wahrscheinlich überraschend klingen, zunächst einmal, hängt eben damit zusammen mit dem völlig ungeklärten Verhältnis zur Nation in der Theorie des Marxismus-Leninismus. Zusammen. Und schon gar in der Politik dieser, ja, wie soll man die nennen, Marxisten-Leninisten, die aus dem Stalinismus hervorgegangen sind, wie Walter Röhrig, Wilhelm Pieck und so, die kennen Sie gar nicht wahrscheinlich, kaum noch, diese Gestalten. Aber das sind ja ganz andere Gestalten als eben, wenn wir die denken, die Gründer der Kommunistischen Partei waren in Deutschland, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, das wären ganz andere Leute, die ganz andere Vorstellungen hatten. Alleine, wenn man den Namen Rosa Luxemburg hört, muss man ja wissen, irgendwie eine ihrer zentralen Sachen, die Kritik der russischen Revolution, eine ihrer ganz großen Schriften gewesen, nicht? Kritik der russischen Revolution, wo sie sich auseinandergesetzt hat mit Lenin und der bolschewistischen Partei und sehr kluge Sachen gesagt hat, die zweifellos ins Herz der Problematik der Oktoberrevolution getroffen haben. Also das war alles vergessen schon in den 60er Jahren in der DDR. Das war alles vergessen. Und die DDR... Die kamen sozusagen mit ihrer eigenen Problematik, kamen die überhaupt nicht zurecht. Was sind wir eigentlich? Was ist die Legitimation? Die Legitimation unserer Herrschaft. Und vielleicht
schätzen sie das gering, aber das ist ein ganz zentrales Problem. Eine Regierung braucht, jede Regierung braucht eine Legitimation. Und die Legitimation ursprünglich, die da war, die war durchaus vorhanden. Und das ist etwas, was im Westen die ganze Zeit verleugnet wurde. Es war eine Legitimation vorhanden und diese Legitimation war antifaschistisch. Nur, man hat sich da in der DDR einiges in die Tasche gelogen. Mit dem Antifaschismus war es gar nicht so weit her. Man war konfrontiert mit ganz realen Aufbauproblemen. Mit dem, was eigentlich gesellschaftlich passieren sollte in der DDR. Ganz ernsthafte gesellschaftliche Probleme, wie zum Beispiel die Agrarfrage. Das interessiert heute kein Schwein mehr, zu Unrecht. Denn die Folgen haben sozusagen die Bauern in der DDR müssen das heute noch jetzt durchmachen und erleiden, was da jetzt passiert ist. Nicht die Agrarfrage war, dass, wenn Sie vielleicht eine Ahnung davon haben, war ja der Osten Deutschlands ganz anders als der Westen Deutschlands gekennzeichnet von, nett gesagt, bäuerlichen Großbetrieben. Das heißt eigentlich einer aristokratischen, fungierenden Landwirtschaft. Also es war die Basis, der Großgrundbesitz mit einem Landproletariat. Das war die Situation 45. Und die DDR-Regierung, beziehungsweise damals die Kommunistische Partei und dann später die SED als Sozialistische Einheitspartei, Zwangsvereinigung mit der SPD, hat versucht, dieses Landproletariat zu gewinnen, indem man gesagt hat und so weiter, eine alte revolutionäre Parole aufgegriffen, nämlich das Land denen, die es bebauen, also gegen den Großgrundbesitz. Sie können sich vorstellen, dass Landarbeiter begeistert waren. Ganz toll, ihnen gehörte plötzlich etwas Eigenes. Innerhalb aber von 3 bis 5 Jahren ist die Kommunistische Partei, beziehungsweise damals war es dann die SED in der DDR, auf die Idee gekommen zu sagen, diese kleinbäuerliche Wirtschaft ist völlig unproduktiv. Wir brauchen große Produktionseinheiten. Also wir verstaatlichen mal den ganzen Kram und gründen landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, die LPG. Das heißt also, die Bauern, die man gerade eben gewonnen hatte als Kleinbauern für eine demokratische Republik, die hat man 5 Jahre später enteignet. Sie können sich vorstellen, wie nett die das Regime weiterhin fanden. Die Bauern sind da sehr, sehr, haben ein sehr gutes Gedächtnis und das behalten sie auch sehr lange. Und Sie sehen, das Problem ist aber wiederum gar kein DDR-Problem allein gewesen, sondern es hat in den ganzen realsozialistischen Welt dieses Problem gegeben. Zum Beispiel, und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum dann Polen 1980 und 89 so stark gewesen ist. In Polen ist dann durch den Aufstand 1956 die Kommunistische Partei gezwungen gewesen, diesen ganzen LPG-Prozess rückgängig zu machen und den Bauern das Land wieder zurückzugeben. Das war, um bei dem Aufstand 1956 die polnischen Bauern zu befriedigen. Und deswegen gab es eben diese, oder gibt es bis heute noch diese polnischen Kleinbauern, die jetzt natürlich ein reales Problem sind nach der Integration in die EU. Die werden natürlich jetzt total niedergemacht von einer agrarkapitalistischen Landwirtschaft, weil die natürlich überhaupt nicht konkurrieren können mit ihren Pferdewagen und kleinen Äpfelkisten, ne? Also da ist einfach nichts zu machen. Während wiederum, nicht, die LPGs heute in der DDR, nicht, sind, nicht, große produktive Einheiten, die nur als LPGs nicht mehr funktionieren, nicht, sondern nur noch funktionieren können als landwirtschaftliche Großbetriebe. Landwirtschaftliche Großbetriebe können aber eigentlich in der EU-Agrarökonomie nur dann existieren, wenn sie eine Connection zur Politik haben.
Also Sie sehen, das ist ein hochkorruptiver Zusammenhang, der sich dort abspielt und der natürlich mit einem ungeheuren Verlust auch wiederum an Arbeitsplätzen, produktiven Möglichkeiten und so weiter zusammenhängt. Nur, warum erwähne ich das überhaupt in der Frage mit Nation, Wiedervereinigung und ähnlichen Thematiken? Weil es eine ganz wesentliche Rolle spielt. Die Nation ist anders, als es sich viele Leute in der akademischen Welt vorstellen, aber auch viele Leute in linken Zusammenhängen vorstellen. Die Nation ist mehr als eine Ideologie. Die Nation ist eine reale gesellschaftliche Organisationsform, mit der man sich auseinandersetzen muss. Aber wir können nicht einfach sagen und so weiter, Nation, scheiße, lehnen wir ab, will ich nicht, brauche ich nicht. Das ist völlig geschichtslos und dann ist man irgendwie außerhalb des weltgeschichtlichen Prozesses, der sich in den letzten 200 Jahren abgespielt hat. Der weltgeschichtliche Prozess in den letzten 200 Jahren ist ein Prozess verstärkter Nationenbildung. Die erste wirklich große, also 1914, komischerweise, man spricht allgemein davon, dass das 19. Jahrhundert das Jahrhundert der Nationen gewesen wäre. Das ist natürlich eurozentristisch gedacht, völlig zu kurz gedacht. 1914 gab es in Europa 9 Nationen. Es waren eigentlich, Europa war beherrscht von großen multinationalen Reichen. Die größten Reiche war das russische Zarenreich, multinational. Das Habsburger Reich, multinational. Also was damals Österreich-Ungarn hieß. Aber das waren nur die beiden Nationen. Es gab viel, viel mehr in Österreich-Ungarn. Selbst das Deutsche Reich, dieses kurzfristige zweite Deutsche Reich, nicht, war ja auch multinational, wurde ja völlig verkannt oder ist in der Geschichte völlig verkannt. Das muss man ja immer Erika Steinbach noch sagen, nicht? Also nicht, dass natürlich 3 Millionen Polen in diesem Hohenzollernreich, dem zweiten Deutschen Reich, wohnten. Das kam durch die polnischen Teilungen, nicht? Dass Posen ein Teil dieses Preußens war. Okay. Das waren die großen Reiche um 1914. Also multinationale Reiche waren in Europa dominierend. Ich rede jetzt gar nicht von Spanien. Wissen Sie ja bis heute, das sind noch ganz aktuelle Fragen, nicht ganz aktuelle Fragen, dass Spanien eben aus mehreren Nationen zusammengesetzt ist. Und das ist alles gar nicht so einfach, wie man so gemeinhin denkt. Aber die Sprengkraft am Ende des Ersten Weltkrieges war ja die, eine riesige Nationenbildungswelle, erstens in Europa, nicht? In ganz Mitteleuropa sind diese Staaten entstanden, wie Ungarn, Polen, nicht? Polen gab es ja vorher gar nicht, nicht? Das war ja seit den polnischen Teilungen Ende des 18. Jahrhunderts war ja aufgeteilt, Polen in 3 Teilen. Auf einmal gab es Polen wieder, dann Ungarn, nicht? Gab als selbstständige Nation und so weiter und so fort. Dann Tschechoslowakei und. Nur um das Ihnen mal ins Gedächtnis zu rufen. Also, eigentlich das 20. Short Century, das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Nationenbildung. Schon in Europa, aber auch weltweit. Weil der Erste Weltkrieg der Anstoß war zur Dekolonisierungsbewegung weltweit. Die Dekolonisierungsbewegung, nicht, führte eben dazu, zu einer verstärkten Nationenbildung. Ich nenne nur die größten, Indien, chinesische Revolution, Mexiko, nicht alles das, nicht, was sich da abgespielt hat, ein riesiger Nationenbildungsprozess, der mit der Entkolonisierungsbewegung zusammenhing. Nach 1945 verstärkte sich das noch einmal. Nach 1945 verstärkte sich das noch am Ende des Zweiten Weltkrieges. War ganz klar. Wiederum war es das Gleiche. Um in diesem Existenzkampf gegen das nationalsozialistische Deutschland und das militaristische Japan sich zu behaupten, mussten sich Nationen mobilisieren und wurden als Nationen mobilisiert. Und so kam es zur
algerischen Unabhängigkeitsbewegung, vietnamesischen Unabhängigkeitsbewegung. Also, wenn man jetzt aus diesem zurückgelehnten mittelwesteuropäischen Standpunkt sagt, Nationen sind scheiße, dann hat man überhaupt gar keine Ahnung. Weil die nationale Mobilisierung die Kraft gewesen ist, überhaupt die nationale Mobilisierung, nicht die soziale, die nationale Mobilisierung die Kraft gewesen ist, die überhaupt den Nationalsozialismus in die Knie gezwungen hat. Das müssen Sie immer dabei bedenken. Und das gibt so ein abstraktes linkes Bewusstsein, Nation ist alles Quatsch und braucht jetzt Ideologie und all dieser ganze Mist. Da muss man sich mit diesen Realitäten konfrontieren. Mit diesen Realitäten konfrontieren, dass es überhaupt nicht nur zu Widerstandsbewegungen gegen die schlimmsten Auswüchse kapitalistischer Herrschaft gekommen ist, unter dem Banner der nationalen Befreiung, das ist ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt, dass es überhaupt auch gelungen ist, Mehrheiten zu mobilisieren, nur unter dieser Prämisse. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, den man im Auge behalten muss. Aber Nation bedeutet nicht, ist nicht überall das Gleiche. Und Nation ist eine sehr flexible Angelegenheit mit sehr unterschiedlichen Inhalten. Die deutsche Sprache, und das ist natürlich kein Zufall, sprachliche Objektivationen sind keine Zufälle. In der deutschen Sprache ist es ganz schwer zu unterscheiden zwischen Nation, Nationalismus, und es ist ganz komisch, dass eigentlich sozusagen der rechte und der linke Sprachgebrauch übereinstimmen. Die einen finden es gut, die anderen finden es scheiße. Aber da irgendwie übereinstimmen, aber den Kopf nicht anstrengen. Dass man differenzieren muss dazwischen. Nicht jede Nationengründung ist nationalistisch. Das ist eine völlig falsche Vorstellung. Die Nationenbildung ist eine Notwendigkeit im ganz ernsten philosophisch-theoretischen Sinne, eine Notwendigkeit, weil man Gesellschaften nur ausbilden kann in einem, moderne Gesellschaften nur ausbilden kann in einem nationalen Rahmen. Es bedarf dieses nationalen Rahmens. Auch das ist unglaublich wichtig. Der nationale Rahmen bestimmt nämlich die Möglichkeit, ob es überhaupt eine Herrschaft des Gesetzes gibt. Herrschaft des Gesetzes klingt ja für Erzlinke wie, also ein Unglück, die Herrschaft des Gesetzes. Aber die Herrschaft des Gesetzes ist außerordentlich wichtig. Nämlich Freiheitsrechte. Wer garantiert Freiheitsrechte? Die Freiheitsrechte garantiert ihnen niemand. Und das hat Hannah Arendt sehr schön eigentlich klar gemacht am Ende ihrer Totalitarismusstudie. Das ist ja das Unglück des Staatenlosen. Ihm hilft niemand. Der Staatenlose, ihm hilft niemand. Niemand garantiert ihm irgendetwas. Das ist nur eine bestimmte Form der Staats- und Nationenbildung, die dir überhaupt ein Recht garantiert. Und das sollte man nicht unterschätzen. Das ist enorm wichtig. Das ist enorm wichtig, zum Beispiel, dass wir hier sitzen können, ohne dass hier irgendjemand durch die Tür kommt und sagt, irgendwie, das passt uns nicht und wir kassieren euch alle ein. Das passiert manchmal, ne, und so, aber man kann sich dagegen wehren und man kann sich auch auf gesetzliche Formen dagegen wehren. Das darf man und sollte man nicht unterschätzen. Und das verknüpft irgendwie tatsächlich dass Nation und Gesellschaft tatsächlich geschichtlich miteinander verbunden sind. Und man kann irgendwie Veränderung der Gesellschaft auch nicht denken, ohne Nation. Und das haben
schon im 19. Jahrhundert die Linken überhaupt erstmal lernen müssen. Und auch da hat Hannah Arendt völlig recht gehabt. Dadurch, dass sie es gelernt haben im 19. Jahrhundert, ist die Linke in den entwickelten bürgerlichen Ländern, ist die Linke eigentlich zu einem Träger des Patriotismus geworden. Patriotismus ist auch nicht nur Scheiße. Das muss man auch mal ganz, ganz deutlich sagen. Denn der Patriotismus ist eine große Kraft gewesen, die wiederum den Nationalsozialismus in Schranken gewiesen hat. Der Nationalsozialismus, und nun komme ich zu einem ganz ernsten Problem, das ist etwas, was ja in dem teutonozentrischen Bewusstsein nie so richtig klar ist. Der Nationalsozialismus ist ja gar keine nationale Geschichte, sondern ist der Versuch, die nationale Geschichte mit etwas Übernationalem zu verbinden, nämlich mit dem Rassismus. Und deswegen ist es auch gar nicht zufällig, nicht weil der Mann irgendwie betrunken war oder sonst irgendwie Drogen genommen hat, dass Hitler gesagt hat 1944, um unsere Ziele zu erreichen, riskiere ich es selbstverständlich, dass das deutsche Volk untergeht. Wenn es nicht siegreich ist, dann hat es das auch nicht verdient. Das war dem Schnurzpiep egal. Die nationalsozialistische Ideologie, und auch die nationalsozialistische Praxis ist eine übernationale Praxis gewesen. Deswegen hatten die auch so verdammt viele Sympathisanten in anderen Ländern. Und das ist eben der Zusammenhang von Nationalsozialismus und Faschismus, über den überhaupt so wenig diskutiert wird in den letzten Jahren. Also, auch da ist es wichtig, Differenzierung einzuführen. Und es ist wichtig, für auch das eigene Verständnis da Differenzierung einzuführen. Es ist nur so, und das ist macht die Sache komplex und schwierig. Es ist nur so, dass man, wenn man über Nationalismus in Deutschland nachdenkt, dass der Nationalismus verknüpft ist mit der Geschichte des Nationalsozialismus. Das können Sie nicht mehr auseinander. Nicht kriegen Sie so nicht mehr auseinander. Und deswegen sind alle diese Lamentos, wir brauchen ein gesundes Nationalgefühl oder so. Ja, was heißt hier gesund, Leute? Gesund oder krank ist überhaupt nicht die Kategorie. Was wir haben, ist eigentlich, was geschürt wird, ist ein, sind Stimmung. Deswegen auch immer diese Betonung von Nationalgefühl. Sind Stimmung, die ja die Problematik Deutschlands überhaupt nicht zum Bewusstsein kommen lassen sollen. Also deswegen auch immer dieses, endlich mal wieder stolz sein und so. Ja, worauf wollen Sie denn stolz sein? Inklusive allem drum und dran, funktioniert nicht, es geht einfach nicht. Mein Lehrer Max Horkheimer hat einmal sehr schön gesagt, der Patriotismus in Deutschland ist so schrecklich, weil er so grundlos ist. Das ist ein Unterschied. Das wird aber zwar immer sehr beneidet, von deutschen Nationalisten. Ja, die Amerikaner und so weiter, toll. Und was weiß ich, die fahren im Büro. Und dann irgendwie haben die das gesehen. Der amerikanische Verteidigungsminister hat Star Spangled Banner im Büro. Also jetzt machen wir Deutschland fahren in mein Verteidigungsministerium auch da im Büro. Und so weiter und so fort. Ja. Okay, die Geschichte ist unterschiedlich. Dann muss auch, warum können wir nicht wie die Franzosen oder so? Ja, Geschichte ist verdammt unterschiedlich. Zur französischen nationalen Geschichte gehört die französische Revolution. Zur amerikanischen Geschichte
gehört die amerikanische Verfassung. Das hat was mit den Menschenrechten zu tun. Das heißt so überhaupt nicht, dass es weder in der französischen Geschichte gab es jede Menge von Verbrechen, in der amerikanischen Geschichte gab es jede Menge von Verbrechen. Aber das Selbstbewusstsein einer Nation, das Selbstbewusstsein einer Nation ist verknüpft auch mit den emanzipatorischen Momenten der Nationenbildung. Da haben wir leider in Deutschland nicht viel vorzuweisen an emanzipatorischen Elementen. Und das muss man sehen, dass es das gibt, dass es Unterschiede gibt. Man kann nicht eben einfach stolz sein und einfach toll und die Fahne. Und dann gucken wir uns das diesen ganzen Kinkerlätzchen an. Dieses mit dieser blöden Hymne. Das ist doch grauenhaft. Die Hymne heißt Deutschland, Deutschland über alles. Und so weiter. Da haben die Alliierten, haben da irgendwie, die hat der Mut verlassen. Ja, dass sie gesagt haben und so weiter. Also, ich komme jetzt da nicht gegen an, dieses ganze Ding da zu verbieten. Also, ihr könnt die dritte Strophe singen. Na, Einigkeit und Recht und Freiheit. Okay. Daran steckt natürlich unglaublich viel. Das weiß natürlich kaum einer, wenn diese blöde Hymne gespielt wird. Ich sage, das ist eine blöde Hymne, weil die eben dieses blöde Deutschland der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts widerspiegelt. Hoffmann von Fallersleben. Das ist wirklich von Fallersleben. Diesem Provinzdepp, ne, der das gedichtet hat. Ne? Zu einem Zeitpunkt im Vormärz, als es Deutschland überhaupt nicht gab. Das ist nämlich der Witz daran. 1840 gab es überhaupt kein Deutschland. Und deswegen diese ganze Fantasie, nämlich von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt. Ein Tut, ne? Was ich sage, ist der bekloppt? Ja, natürlich ist der bekloppt. Weil der gedacht hat, irgendwie, ja, wenn wir schon nichts haben, dann haben wir irgendwo überall, nicht, wo deutsche Zunge gesprochen wird. Ja, deutsche Zunge, die wurde allerhand wurde da gesprochen und so weiter. Keiner verstand den anderen. Was zum Teufel, was die da irgendwo in Schlesien geredet haben und in Bayern oder so, die haben sie überhaupt nicht verstanden. Ne? Es gab überhaupt gar keine richtige deutsche Sprache. Die Hochsprache, deutsche Hochsprache um 1840, das war von einer gebildeten kulturellen Elite. Erst Ende des 19. Jahrhunderts kam dieser blöde Pedant Duden und hat das alles aufgeschrieben, wie man richtig sprechen soll. Ne? Aber so, die haben sich gar nicht verstanden, diese Deutschen. Das war alles pure Erfindung, nicht? Dieses ganz blöde Deutschland. Und das gab es eben überhaupt nicht. Nicht? Wie Heine hat es ja richtig gesagt, im Luftreich des Traums, da sind wir die Souveräne. Nicht? Also das hat überhaupt mit der gesellschaftlichen Realität Europas hatte das überhaupt nichts zu tun. Und diese ganze blöde Hymne, nämlich Deutschland, Deutschland über alles, also von einem Deutschland, das es gar nicht gibt. Das sehen Sie, das ist so alt, es ist so unglaublich albern, dieses ganze Ding. Aber daran haben die immer festgehalten, an dieser Hymne, und die Deutschen wollen sie nach 45 auch nicht verbieten lassen. Aber vergessen Sie das nicht. Es ist eben, darin steckt das ganze Elend der demokratischen Bewegung der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts. Will Sie damit nicht langweilen, die ganzen Probleme, die da drin stecken. Die nationalsozialistische Hymne war das nicht. Die nationalsozialistische Hymne war eine andere. Das war das Horst-Wessel-Lied. Das war die nationalsozialistische Hymne. Die nationalsozialistische Fahne war nicht schwarz-rot-gold, sondern die braune mit der Swastika. Also da sehen Sie, ne, die Unterschiede. Natürlich sozusagen in dem Schwarz-Rot-Gold, und das kann man sagen, das ist irgendwie diese, darin drückt sich eben die missglückte Befreiung vom Nationalsozialismus aus, war dieses Hochjubeln der demokratischen Tradition, dass die in Deutschland irgendwie immer unterlegen war im 19. Jahrhundert. Eben Schwarz-Rot-Gold. Das hatte seine Gründe, warum diese Träumer da immer auf die Fresse gefallen sind mit ihrem Deutschland über alles, nicht, und so weiter. Dass die eben immer auf die Fresse gefallen sind und dass sich eben, es hat sich ja nicht eine deutsche demokratische Revolution im 19. Jahrhundert durchgesetzt, und damit kann man sicher begründen, ein Teil der deutschen Misere, nicht, sondern es hat sich irgendwie eine, in Anführungsstrichen, Revolution von oben durchgesetzt, Bismarck, Preußen,
Das war das, nicht? Und deswegen war nicht die Fahne des Zweiten Reichs, war auch nicht schwarz-rot-gold, nicht? Sondern, nicht, war eben diese, war die Preußen, nicht die Preußenfahne, die sich da durchgesetzt hatte. Und das sind ganz, ganz wesentliche Unterschiede. Und Sie sehen eigentlich im Grunde genommen, dass die Nation in Deutschland ein unausgefüllter Begriff gewesen ist. Für mich war einer der beeindruckendsten Momente in meinem Leben, als ich mit der Frau Wolf gesprochen habe, die das KZ Auschwitz überlebt hat und die dann in einem Gespräch mir sagte, ja, dann kam die Befreiung. Und dann haben sich alle Häftlinge jeweils unter ihren nationalen Fahnen versammelt und haben diese Befreiungsfeier am 8. Mai durchgeführt. 1945. Und wir hatten keine Fahne. Und vielleicht sehen Sie das in der ganzen Dramatik, was ich damit meine, dass man den Begriff der Nation durchaus ernst nehmen sollte. Die Nation nämlich verkörpert etwas oder inkorporiert etwas, eine Vorstellung von einem das Individuum übergreifenden Denken. Aber Nation ist nichts Inhaltliches. Nation ist etwas Inhaltliches und nichts, was die nationalistischen Ideologen daraus machen wollen, dass es eine Frage von Gefühl, Abstammung und Herkunft ist. Sondern Nation ist mit Inhalten verknüpft. Und das ist die Differenz. Die Differenz zwischen einem aufgeklärten Nationenbegriff und einem ethnonationalistischen. Der ethnonationalistische betont die Herkunft. Als ob man sozusagen durch den Zufall der Geburt Teil einer Nation ist. Das macht einen zwar zu einem Teil der Nation, aber man könnte es fast Goethe sagen, erwirbt es, um es zu besitzen. Das heißt, das muss sich erstmal auffüllen durch eine gesellschaftliche Praxis. Und diese Praxis ist durchaus vorhanden, nämlich das ist eine die Form demokratischer Praxis, von Beteiligung, von dem, was man daraus macht. Und nicht, dass man sich irgendwie, das ist vorbürgerlich, dass man sich als Untertan erlebt. Ich bin dahin geboren und so bin ich. Und Sie sehen, wie diese untertanen Elemente plötzlich nach 89 wieder eine Rolle spielen. Nämlich das, was nach 89 so unglaublich auffällig ist in Deutschland, ist dieses enorme Ausmaß an Xenophobie. Und das ist etwas, was uns jetzt die ganze Zeit, die letzten 20 Jahre begleitet. Dieses enorme Ausmaß von Xenophobie. Nicht, wenn Sie sich erinnern, vielleicht damals, oder Sie sind so jung, erinnern sich gar nicht, aber Sie wissen es wahrscheinlich, nicht? Rostock-Lichtenhagen zum Beispiel, ne? Und diese ganzen schrecklichen Dinge, die da passiert sind. Wie kam das eigentlich dazu? Das heißt irgendwie tatsächlich, dass ein Gefühl geschürt wurde. Und ich bin kein Anhänger einfacher Manipulationstheorien. Aber wir erleben die schreckliche Koalition, eine ganz gefährliche Koalition ist es, wenn Bild, FAZ, Spiegel Online und Glotze einer Meinung sind. Da ist kaum noch etwas dagegen zu machen. Ich möchte jetzt hier nicht zum Defätismus aufrufen, man muss etwas dagegen machen. Aber wir erleben es gerade in diesem Moment mit dieser ganzen lächerlichen Sarrazin-Diskussion. Die ist im Prinzip lächerlich. So Argumente sind völlig lächerlich. Aber sozusagen die Meinungsbildung, die Gewalt, mit der das durchgesetzt wird, dass das überhaupt ein diskutierenswerter Ansatz wäre,
das gibt einem schwer zu denken. Und das ist eigentlich diese Aufnahme des gleichen Prozesses und des gleichen Problems, der nach 89 in beiden Teilen Deutschlands drinsteckte und was tatsächlich beide Teile Deutschlands nicht wiedervereinigte, sondern vereinigte. Und das ist sozusagen der ganz schwarze Aspekt, oder kann man sagen, feurige Aspekt dieser ganzen Angelegenheit. Nämlich ist diese Verknüpfung über Xenophobie. In der Xenophobie wird gleichzeitig eben geschürt, und zwar geschürt, das ist nicht etwas, das sich spontan ergibt. Das sind alles Ideologeme, die sich auch durchgesetzt haben an anderen Ecken und Enden. Ich kurz eine Zwischenfrage stellen. Können Sie den Begriff Xenophobie nochmal etwas stellen, weil das ist mir gar nicht ganz bewusst. Alles klar. Xenophobie, nicht, ist sozusagen, bedeutet eigentlich nichts anderes als Fremdenfeindlichkeit. Das, nicht, die Angst vor den Fremden, nicht? Xenos, der Fremde, griechisch, nicht? Und Phobie ist eben die Angst, nicht, davor, nicht? Das, etwas, was, aber ich finde, das ist noch stärker als Fremdenfeindlichkeit, ist sozusagen, an der Xenophobie ist dieses, es ist sozusagen dieses manipulative Moment da drin, ne? Das wird gemacht. Dafür gibt es eben, das ist wie Antisemitismus auch, ne? Deswegen haben wir da auch ein Fremdwort dafür eigentlich, ne? Ein Fremdwort dafür ist, die das zeigt sozusagen, es hat auch einen manipulativen Anteil, Das ist eine Legende, dass alle Menschen sind fremdenfeindlich oder so. Das ist ja gar nicht wahr. Ne? Warum ist es überhaupt nicht, gar nicht zu begründen oder sonst etwas, warum das so ist? Okay, dass ein Fremdes irgendwie, dass man da Schwierigkeiten mit hat oder sonst was, darüber kann man verstehen. Aber feindlich, ne? Hassform, ne? Das sind gesellschaftliche Formationen. Und genauso ist es mit Antisemitismus. Ne? Dazu bedarf es gesellschaftlicher Kräfte, die das formieren, die Feindbilder, nicht, ausprägen. Und das sehen Sie eigentlich, das ist etwas, was nach 89 in Ostdeutschland und Westdeutschland, können wir vielleicht in der Diskussion noch drauf kommen, warum erstens die realsozialistischen Gesellschaften eine ausgesprochen xenophobe Tendenz, alle realsozialistischen Gesellschaften ausgebildet haben und warum auch die westlichen Gesellschaften diese xenophoben Tendenzen haben. Also ein ganz wesentliches Problem, das ist gar nicht das Problem, sondern es ist der Aufhänger, ist die Migration. Die Migration stört, ne, die Migration ist eine gesellschaftliche Realität, die aber ein Weltbild stört, nämlich das Weltbild von ethnisch homogenen Nationen. Ethnisch homogene Nationen, nicht? Also nicht, das heißt, irgendwie alle kommen, also alle Deutschen sind deutsch oder so. Welche Deutschen sind überhaupt deutsch? Ich sagte schon bereits im 19. Jahrhundert, dass gerade Deutschland, das war die größte Mischpopulation Europas, die man sich überhaupt vorstellen konnte. Die deutschen Nationalisten im 19. Jahrhundert, die wollten ja immer noch tausendjähriges Reich, die wollten ja immer noch zurück bis zum Jahrtausend. Das ist völlig lächerlich und absurd. Im Jahrtausend, da gab es gar keine Deutschen, da gab es ja gar keine Deutschen. Das hängt natürlich mit tatsächlich der Ideologiebildung zusammen. Nicht, dass man sich vorstellt, das nennt Engländer das Invention of Tradition, nicht, dass man im 19. Jahrhundert sich lange Geschichten erfunden hat, die begründen sollen, was in der Gegenwart richtig und gut ist. Nationen. Um das aber ganz grundsätzlich zu sagen. Nationen sind ein modernes Produkt. Die aber den Anschein haben, als ob es sie immer schon gegeben hätte. Was völliger Quatsch ist. Die hat es gar nicht gegeben. Gucken Sie um 1000 in Europa herum, da gibt's keine Deutschen, da gibt's keine Italiener und sonst was, gibt's alles gar nicht. Sondern die Nationenbildung ist etwas, was im 18. Jahrhundert eingesetzt hat. Überhaupt im 18. Jahrhundert in Europa eingesetzt hat. Außerhalb Europas noch später hat das eingesetzt. Das hängt mit der Modernisierung der Gesellschaft zusammen, sagte ich, verknüpft ist. Modernisierung der Gesellschaft, bürgerliche Gesellschaft, Modernisierung und Nationenbildung. Das ist etwas Neues. Nationen waren oder machen wir es nochmal ganz klar.
Deutschland. Um 1806 gab es kein Deutschland. Überhaupt nicht. Aufgelöst wurde durch Napoleon das heilige, hören Sie es genau an, heilige römische Reich deutscher Nation. Das hat mit Deutschland überhaupt nichts zu tun. Heilige römische Reich, nicht römische Reich, das ist die Vorstellung, dieses Reich, was regiert wurde damals von den Habsburgern, die deutsche Kaiser waren, regiert wurde von den Habsburgern, dieses Reich ist die Nachfolge von Rom. Wenn Sie sich erinnern, irgendwie in Rom gab es keine Deutschen. In der Antike gab es keine Deutschen. Deutsche Nation, was war deutsche Nation? Was sollte das in dem Titel? In dem Titel war gemeint, deutsche Nation, das sind die Adligen. Nicht das Volk. Das sind die Adligen, die sich als deutsch verstanden haben. Denn das Herz der europäischen Aristokratie, die nannten sich deutsche Adel. Aber die hatten mit den Nationen oder so, die war das Schnurzpiep egal. Die einen haben irgendwie in Galizien und die anderen irgendwo in Spanien oder sonst irgendetwas regiert. Das war den Schnurzpiep egal. Nur sozusagen ihre Abstammungskategorie war deutsch. Aber nicht die von Völkern oder sonst etwas. Deswegen, was Napoleon da zerschlagen hat, wie Hegel ganz recht gesagt hat, dieses morsche Gebäude, was er da zerschlagen hat, voll mit Spinnenweben, das war eben dieses, eigentlich ein etwas, was überhaupt mit modernen Nationen überhaupt nicht zu vergleichen war. Die modernen Nationen, das waren andere. Die modernen, deswegen hießen die New Nations. Amerikanische Revolution, die Vereinigten Staaten von Amerika waren eine New Nation. Das war ihre Konzeption. Wir sind eine neue Nation. Und zwar nicht eine, die von Adligen abstammt, sondern wir sind eine, die von selbstbewussten Bürgern abstammt. Die nächste Nation war die französische Nation, 1789, durch die französische Revolution hervorgebracht. Und hier sehen Sie, dass der moderne Nationenbegriff mit etwas Emanzipatorischem verknüpft ist. Und was war in Deutschland? Gar nichts war in Deutschland. Gar nichts. Außer einer Reaktion dagegen. Einer Reaktion dagegen. Und das ist irgendwie sozusagen ein Problem des deutschen Nationalismus im 19. Jahrhundert gewesen, dass sie sich gegen die französische Revolution konstituiert hat. Und dadurch, dass sie sich gegen die französische Revolution konstituiert hat, was blieb einem dann noch übrig? Wenn ich keine emanzipatorischen Inhalte habe, wie Menschenrechte und so weiter und so fort, ja, dann bleibt ja irgendwie nur die Abstammung oder schön gesagt die Kultur. Aber damit war auch gleich wieder die Kultur, die deutsche Kultur, auch schon wieder vergiftet, nämlich durch dieses Ethnische. Ethnisch besonders die Herkunftskategorien. Also Herkunftskategorien. Und das ist der Unterschied zwischen einem aufgeklärten Citoyen-Nationalismus und oder was man auch, deswegen haben die das auch mit dem Patriotismus so, und einem reaktionären ethnischen Ethnonationalismus. Nur, die Vorstellung war die, dann nach 45 in der antifaschistischen Literatur, war eigentlich die irgendwie, der Ethnonationalismus sei eine Ausnahme. Der deutsche Ethnonationalismus. Der republikanische Citoyen-Patriotismus sei die Regel. Deswegen diese Rede vom deutschen Sonderweg. Schrecklich. Weltgeschichte ist ganz anders. Der Ethnonationalismus ist völlig überwiegend, besonders in Europa, völlig überwiegend. Und bei der Auflösung des Realsozialismus spielte der Ethnonationalismus eine ganz entscheidende Rolle. Und in diesem Sinne, also Ethnonationalismus bedeutete, dass man, oder ja, eigentlich noch wiederum ein sehr komplexer Zusammenhang, den ich jetzt hier ganz kurz nur noch darstellen will. Da können wir ja Diskussion über alles reden. Der Realsozialismus
Also das, was nach 1917 in Russland und nach 1945 in dem umgebenden Cordon Sanitaire von Ostmitteleuropa stattgefunden hat. Dieser Realsozialismus war in gewisser Weise oder versuchte, wie auch, was ich Ihnen schon versuchte, bei dem Begriff DDR zu erklären, versuchte, diese Citoyen-Tradition der bürgerlichen Revolution zu beerben. Das heißt also, sich eigentlich in eine Tradition der Aufklärung zu stellen. Das hatte verheerende Folgen, weil in den Augen der Bevölkerung, und ich hatte Ihnen ein kleines Beispiel genannt, was die Bauern anbetraf, die Opfer der Landreform wurden. In den Augen der Bevölkerung hat das dazu geführt, dass eigentlich alle Kategorien der Aufklärung travestiert wurden, in Misskredit gebracht wurden. Dass man sozusagen, das sind alles betrügerische Kategorien, mit denen man nichts zu tun haben will. Damit war aber sozusagen gerade das Emanzipatorische verschwunden. Und das Einzige, was übrig blieb, war der Rückgriff auf die Herkunft. Und deswegen fanden die Auseinandersetzungen, der Kampf gegen die realsozialistischen Regime, hatten immer diese ethnonationalistische Beimischung. In ganz furchtbarer, sozusagen in der furchtbarsten Form ist das in Jugoslawien passiert. Und da nicht, können Sie auch sehen, nicht, dass, wie schrecklich das war, weil das sind ja nichts real, nicht, das ist auch so eine Legende. Unterschiedliche Ethnien müssen überhaupt nicht feindlich gegeneinander, ethnische Konflikte, wenn Leute sagen, ethnische Konflikte, so viele unterschiedliche Ethnien müssen sich bekämpfen, erschießen und sonst etwas, ist doch gar nicht wahr, ist doch gar nicht. Sondern es gibt bestimmte gesellschaftliche Dimensionen, gesellschaftliche Konflikte, in denen ethnische Mobilisierung stattfindet. Aber die Ursache sind die gesellschaftlichen Konflikte, nicht, dass Menschen unterschiedlich sind. Und diese Unterschiede werden gemacht, produziert, verschärft. Und das ist in Jugoslawien der Fall gewesen. Denken Sie allein an das Kernland dieses Konfliktes, Bosnien-Herzegowina. Da musst du mühsam, musst du ja die Leute erstmal irgendwie was machen. Nicht dazu, dass man, du bist Serbe, du bist Kroate, du bist, ja, was sind wir überhaupt? Ach, Bosnier? Wir waren Bosnier? Muslime? Ist das eine ethnische Kategorie? Das war eigentlich eine Religionskategorie. Was denn gleich? Und so ist das genau in blutiger Praxis passiert. Nämlich die Leute von den entsprechenden Armeekorps, die sind in die Dörfer gegangen und haben gesagt, jetzt sag du, was du bist. Bist du Kroate? Ja, wenn du dich bist und so weiter, bist du erschossen. Ne? Und so weiter. Oder bist du Serbe und so weiter und so fort. Ne? 40% waren überhaupt Mischehen. Also, ne? Klappte überhaupt nicht. Das muss gewaltsam, wirklich gewaltsam geschaffen werden. Und da können Sie nur etwas sehen, sozusagen in verschärfter Form, wie eigentlich ethnische Konflikte entstehen. Und ethnische Konflikte entstehen, die geschürt werden. Und das ist eigentlich das Schreckliche an dieser ganzen Sarrazin-Geschichte. Das Schreckliche an dieser Sarrazin-Geschichte, das wird hier nicht ausgetragen mit Waffengewalt oder sonst etwas. Aber es sind gewalttätige Kategorien, die in die Diskussion hineingebracht werden. Gewalttätige Kategorien. Es werden nicht auf die sozialen Punkte, das, was gesellschaftliche Widersprüche sind, na, sondern es wird hemmungslos ethnisiert. Nicht hemmungslos ethnisiert. Es wird etwas gemacht, produziert und tatsächlich, das ist nicht spontan. Das ist nicht spontan, sondern aber hier findet etwas Meinungsbildung, Meinungsformation statt. Und das sagte ich bereits, wenn diese unheilige Koalition da ist, Bild, FAZ, Spiegel Online und Glotze, dann ist es sehr, sehr schwer, dagegen anzukommen. Also das, was sozusagen als
Volksmeinung ausgegeben wird, erst eine ganz produzierte, nicht eine produzierte Meinung, wie auch die Volksmeinung manipuliert wird. Und man ist davon kein wehrloses Opfer, man muss das nicht sein, aber Sie sehen, etwas ist vorgezeichnet, eigentlich in diesem Prozess, der sich 89 abgespielt hat, wie etwas durchaus Legitimes, nämlich zu sagen, gegenüber einer diktatorischen Parteiherrschaft, ohne Legitimation, wir sind ein Volk, das sozusagen weiterzuentwickeln zu der Parole, wir sind, beziehungsweise wir sind das Volk, war eben die, sozusagen die entlegitimierende Wirkung der SED-Herrschaft, zu wir sind ein Volk, das war irgendwie, wir appellieren an einen Anschluss an die Bundesrepublik, weil man sich davon versprach, sozusagen von der Seite aus, weil man sich davon versprach, an einem das ökonomische Defizit schnell überwinden zu können, das man vorher erlitten hatte. Aber sozusagen damit waren eigentlich die emanzipatorischen Momente, aus dieser Bewegung heraus. Das hat sich übrigens auch nicht nur in DDR ereignet, sondern eigentlich in allen realsozialistischen Ländern. Die stärksten Kräfte in der Opposition gegen das realsozialistische Regime waren, sind nach dem Umsturz oder wie das genannt wurde, der Wende, sind die völlig marginalisiert worden und von ganz anderen Kräften überrollt worden. Okay, das waren so ein paar Überlegungen, die ich Ihnen vorstelle. Dann gibt es Fragen. Also nicht, wenn Sie sehen, der Kampf gegen den Nationalsozialismus weltweit fand unter dem Banner der nationalen Befreiung statt. Das heißt, eine Fremdherrschaft, die waren bekämpft und das unter der wurde eben als nationale Befreiung. Und das griff nicht von über vom Kampf gegen den Nationalsozialismus, griff das nach 45 über auf die Kolonialwelt. Deswegen sind die antikolonialen Bewegungen auch unter dem Banner der nationalen Befreiung an die Stadt. Habe ich das so richtig verstanden, dass Sie sagen, dass der Patriotismus zur Bekämpfung beigetragen hat? Also der Patriotismus der anderen Länder? Ja, nicht, dass man sozusagen. Warum soll man sich. Warum soll man sein Leben riskieren? Es gab genug korruptive Elemente im Nationalsozialismus. Deswegen gab es viele Kollaborateure in den Ländern. Die haben durch die Kollaboration verdient, denen ging es gut und so weiter. Also das heißt irgendwie, es muss also jenseits ökonomischer Interessen oder unmittelbarer Interessen irgendeine Vorstellungswelt geben, das mache ich nicht. Mit den Nazis arbeite ich nicht zusammen. Und sagen, okay, also es geht gegen die Ehre oder sonst solche Kategorien, die da eine Rolle spielen. Die sagen, aber das mache ich nicht. Oder in dem Sinne auch, dass man sagt, irgendwie, das ist eine der ganz großen mobilisierenden Kräfte in der Geschichte, ist Kampf gegen Fremdherrschaft. Und das hat im Kampf gegen den Nationalsozialismus eine große Rolle gespielt. Und überall, ob Sie gucken nach Frankreich, Polen oder sonst etwas, müssen Sie auch sehen. Das haben, im Grunde genommen haben das eben auch die linken Kräfte relativ schnell erkannt. Wir müssen was anderes machen. Deswegen war schon im Vorfeld, vor dem Zweiten Weltkrieg, schwenkte ja die linke Politik auf Volksfront um. Volksfrontpolitik. Dass man versuchte, größer, nicht
sozusagen nicht nur eine Klassenmobilisierung durchzusetzen, sondern eine nationale Mobilisierung durchzusetzen. Das war eben der Versuch, warum das in verschiedenen Ländern, Spanien, Frankreich und so weiter, nicht so erfolgreich dann letztlich war. Da kann man dann drüber reden. Ne? Aber sozusagen, der Grundtenor war eben dieses. Ne? Als eigentlich auf der Ebene von Klassenpolitik sind wir relativ isoliert und wir bleiben immer Minderheiten und schwach. In dem Augenblick, nicht? In dem Augenblick, aber sozusagen, indem wir verbinden den sozialen Kampf mit einer nationalen Befreiung, nicht? Dann können wir erfolgreich sein. Das können Sie zum Beispiel ganz deutlich sehen, wo das eben ganz viel weitergehende Konsequenzen hatte, zum Beispiel an Agrarrevolutionen, wie zum Beispiel vietnamesischen Revolutionen. Die vietnamesische Revolution war eine Bauernrevolution. Aber sozusagen die Bauernrevolution konnte erst dann erfolgreich werden, indem sie sich gegen einen Aggressor richtete. Und dann hat man nicht andere Leute dazu gewonnen, auch Grundbesitzer, die sich dafür eingesetzt haben und dann irgendwie eingestiegen sind in den Kampf. Erst gegen die Japaner, dann gegen die Franzosen. Chinesische Revolution, ganz ähnliche Geschichte. Am Anfang waren eigentlich sozusagen noch Mitte der 30er Jahre, war eigentlich die Kuomintang die stärkere Partei gegenüber der Kommunistischen Partei, die dann Mao Zedong übernommen hat. Aber im Laufe der Jahre wurde es klar, dass irgendwie die Kuomintang diesen anti-japanischen Widerstand nicht wirklich durchführen konnte. Und das hat die Kräftegewicht in der chinesischen Geschichte, hat das Kräftegewicht eben zur kommunistischen Partei hin verschoben. Da war nicht irgendwie, sozusagen das beruhte nicht allein darauf, auf dem Landverteilungsprogramm, das die chinesischen Kommunisten hatten, sondern dass sie dieses Landverteilungsprogramm mit dem Kampf gegen die Fremdherrschaft, gegen die Invasion verbinden konnten. Und so sehen sie das, und das ist etwas, was man sich klar machen muss, dass tatsächlich alle sozialen Revolutionen des 20. Jahrhunderts immer diese nationale Komponente gehabt haben. Man könnte fast sagen, sozusagen die nationale oder patriotische Komponente war eigentlich der Gewinner. Sozusagen, wer hat das gebracht, eigentlich von einer Minderheit die Mehrheit der Gesellschaft überzeugen zu können, sich für etwas anderes einzusetzen. Und so ist es ja auch gekommen, nicht, dass sich zum Beispiel dann für die Oktoberrevolution Menschen eingesetzt haben, in Russland Menschen eingesetzt haben, die gar nicht irgendwie Sympathisanten der bolschewistischen Partei waren oder sonst etwas, sondern die gesagt haben, das ist die einzige Möglichkeit, in der Russland irgendwie wieder auferstehen kann von diesem ganzen Elend, in das der Zarismus uns hineingeführt hat. Und das Sie hatten jetzt von diesen zwei unterschiedlichen Nationenbegriffen gesprochen. Habe ich das richtig verstanden? Das einmal ist das französisch Richtung aufgeklärten Denken mit emanzipativem Anspruch und Freiheitsrechten und dann dem ethnonationalistischen, die ja in Deutschland größtenteils vorgekommen ist. Wo sehen Sie denn die Diskussionslage jetzt gerade zur Zeit, auch in Bezug jetzt auf den 3. Oktober und so weiter, ist der deutsche Nationenbegriff in der öffentlichen Diskussion eher ethnozentristisch orientiert oder ethnonationalistisch oder eben wird versucht, an diesen bürgerlichen Freiheitsrechten wieder anzuschließen? Ja, ich würde sozusagen naturwüchsig oder so wie es geschieht, würde ich sagen, ist eben die Dominanz dieses Ethnonationalismus, also wo ich eben sozusagen für mich diese Sarrazin, das kann man ja gar nicht Debatte nennen, nicht? Sondern weil es wird nicht wirklich debattiert, es wird ja nicht debattiert, darüber kann man auch gar nicht debattieren, nicht? Das ist eine Form von Denunziation und da wird eben werden ja absurde Dinge unterstellt, aber ich finde, das ist irgendwie sehr bezeichnend irgendwie für das Klima, dass eigentlich im Grunde genommen tatsächlich sogar an eine sehr unselige Tradition angeknüpft wird. Es ist diese Kombination bei Sarrazin, die so ganz ekelhaft ist ja die Kombination von Elitärem und Plebiszitärem. Ne? Sozusagen, nicht? Also ein Bundesbanker im Nadelstreifenanzug, der das vertritt,
was irgendwie der kleine Angestellte, der etwas zu viel getrunken hat, am Stammtisch auch vertritt. Eigentlich, man muss eigentlich gar nichts wissen. Also erstens, die Deutschen werden immer dümmer. Das könnte man sagen, ihr seid der Beweis. Aber zum Beispiel eben keine Ahnung von deutscher Kultur. Dann fängt er irgendwie an, irgendwie Wanderers Nachtlied zu zitieren, da irgendwie bei Plassberg, das ist auch so eine ekelhafte Sendung, so. Ja, weil dieses, was sehr Ähnliches macht, ne? Nämlich einmal so was Populistisches hat die, diese Sendung. Und da wird Meinung wird mobilisiert, nicht, wird Meinung mobilisieren. Was eigentlich der Inhalt von Wanderers Nachtlied ist, das ist weder Sarrazin, noch denen, die meinen, irgendwie die deutsche Kultur, das wissen die gar nicht. Erstens wissen die gar nicht, dass es gar nicht Wanderers Nachtlied hieß, ne, sondern dass es später Herausgeber so genannt haben, ist auch egal. Also sagt das eins meiner Lieblingsbeispiele, ich wohne seit fast 40 Jahren in Frankfurt, gab es eine Umfrage vor ungefähr 10 Jahren in Frankfurt unter der Frankfurter Bevölkerung. Wer war Goethe? Ein deutscher Dichter, ein Spieler von Eintracht Frankfurt und war irgendwie noch was, irgendwie, ich glaube, ein CDU-Politiker oder sonst etwas. Die Mehrheit hat gesagt, ein Spieler von Eintracht Frankfurt. So weit ist das mit der deutschen Kultur. Das ist doch absolut albern. Das ist doch gar kein Beweis oder für irgendetwas. Das ist ein Beweis dafür irgendwie. So, das stimmt doch einfach gar nicht. Diese Traditionen sind tatsächlich erfundene Traditionen. Die sind gar nicht real. Die sind gar nicht real. Und das haben wir ja gesehen, nicht bei dem beim Einbürgerungstest, wenn Sie sich mal den Einbürgerungstester von Baden-Württemberg vorgenommen haben. Ich habe das mal mit den beiden Studenten gemacht. Bei den drei deutschen Mittelgebirgen sind fast alle gescheitert. Die hatten keine Ahnung. Die wussten überhaupt nichts über deutsche Mittelgebirge. Aber das hat doch überhaupt nichts mit Staatsbürgerschaft, verstehen Sie? Das hat doch nichts mit Staatsbürgerschaft oder sonst was zu tun. Ne? Staatsbürgerschaft heißt doch irgendwie, dass man kapiert, ne? Es gibt demokratische Entscheidungsprozesse, in die kann ich mich beteiligen, akzeptieren oder ich kann sie ablehnen. Das hat irgendwie mit Staatsbürgerschaft zu tun. Und da sehen Sie, es geht um rationale Inhalte, nicht um irgendwelche erfundenen Herkunftskategorien oder das, was man irgendwie ererbt hat. Wie gesagt, was ich vorhin sagte, der alte Goethe hat es schon ganz richtig gesagt, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Das war dem schon als bürgerlichen Menschen völlig klar. Was man ererbt, das hat man gar nicht, sondern du musst was tun dafür. Du musst was tun. Und das ist eigentlich der Kern des Problems. Der Kern des Problems ist, Traditionen sind nicht etwas, wo denen man irgendwie einfach unterliegen muss. Sondern Traditionen kann man ablehnen oder Traditionen kann man neu begründen. Und was eigentlich meine Kritik ist irgendwie, dass 1989 war die große Chance da, eine neue demokratische Tradition zu begründen. Aber die wollten das, die Mehrheit wollte das nicht und besonders die Opinion Leaders wollten das nicht. Deswegen haben die nicht irgendwie gesagt, Vereinigung, das ist jetzt das ein neues Projekt, etwas Neues zu machen, was es noch nie gegeben hat, sondern Wiedervereinigung. Wiedervereinigung? Was war denn? Wollt ihr nationalsozialistisches Deutschland in den Grenzen von 1937? Oder was wollt ihr eigentlich? Was soll dieses blöde Wieder? Also das heißt, man nimmt das Neue nicht als Neues wahr. Und das ist übrigens immer, wenn man das Neue ablehnt. Grundsätzlich ablehnen. Das Neue, das ist genauso wie man das Fremde. Grundsätzlich ablehnen. Das verbindet sich immer. Können Sie immer sehen. Xenophobe Leute sind auch immer gegen das Neue. Finden das Alte, das war immer wunderbar. Das ist doch gar nicht wahr. Das Alte war ja gar nicht wunderbar. Das Alte war ein ziemlicher Mist. Und so weiter. Die Leute regen sich immer unglaublich auf über Kopftücher. Die haben gar keine Ahnung, was Kopftücher sind. Wenn sie in den 50 Jahren groß geworden sind und einmal durch Deutschland gefahren sind, haben sie nur Kopftücher gesehen. War furchtbar. Und so, dagegen sind die heute schick. Naja, also
die deutsche Romantik, das ist schon fast ziemlich spät. Es fängt schon eigentlich früher, an. Aber in der Romantik können Sie es, glaube ich, in der deutschen Romantik können Sie es ganz, ganz deutlich sehen. Da ist es eine Reaktion auf die Französische Revolution. Das ist eine Reaktion auf die Französische Revolution. Und selbstverständlich auch auf die Modernisierung, was damit einhergeht, die Modernisierung der Gesellschaft, mit sehr, sehr hässlichen antisemitischen Beimischungen auch, die gerne von Traditionalisten übersehen wird. Aber da steckt schon eine Menge von Antimodernismus drin. Ich will das jetzt aber, also bin da bitte, also vorsichtig, nicht alles, was sich irgendwie als Romantik oder was als Romantik dann später von der Literaturwissenschaft so gefasst wurde, hat diese Züge. Es gibt da auch durchaus, das ist widersprüchlich. Aber sozusagen, was in der deutschen Tradition und prägend eigentlich für die deutsche Tradition im 19. Jahrhundert, sind eigentlich nicht die 20er und 30er Jahre des 19. Jahrhunderts, sondern die 80er und 90er Jahre. Das ist eigentlich sehr formativ und nicht sehr formativ. Das heißt, auch in den 80er und 90er Jahren, da hat man Goethe und Schiller ganz anders gelesen als in der Zeit, als sie geschrieben haben. Ne? Also eigentlich als sozusagen deutsche Kultur so etwas wie ein Kulturprojekt wurde. Ne? Und das hängt natürlich mit der Formation des deutschen Nationalismus im Zweiten Deutschen Reich zusammen. Das ist eigentlich noch viel stärker. Nicht während sie in den 20er und 30er Jahren noch des 19. Jahrhunderts das sind viele divergierende Momente. Sie haben die einen Momente und sie haben auch durchaus emanzipatorische Momente. Auch in der romantischen Literatur, also bei E.T.A. Hoffmann zum Beispiel oder so. Es gibt ganz demokratische Momente auch in der Literatur und durchaus sehr, sehr kritische gegen den preußischen Bürokratismus. Und also auch das muss man irgendwie beachten. Das ist gar nicht so, leicht zu beantworten. Also ich glaube, man muss sich ein bisschen davor hüten, auch wieder da vor den medialen Interpreten, die immer sagen, irgendwie so endlich ein Bekenntnis zur deutschen Nation oder sonst etwas. Also ich habe das da mal ganz empirisch bei mir in der Straße beobachtet, 2006. Also meine Straße, die hat sich irgendwie in den letzten 20 Jahren sehr nach oben entwickelt. Also früher hatte ich ein normales Auto, heute habe ich das schlechteste Auto in der ganzen Straße. Und es war fast das einzige Auto ohne schwarz-rot-goldene Fahne 2006. Aber wie kam das eigentlich, dass plötzlich alle diese Leute da irgendwie schwarz-rot-gold dran hatten? Das kam einfach dadurch, die Leute, die da schwarz-rot-gold an ihre der SUVs da dran gesteckt haben, die interessieren sich überhaupt nicht für Fußball. Die haben gar keine Ahnung für Fußball oder sonst etwas. Aber die Kinder, die Kinder haben das aus der Schule mitgebracht. Ne? Die haben gesagt, was weiß ich, da machen wir das und das und was irgendwelche Spiele und sonst etwas zusammen und so weiter und so fort. Und das ist dann schon sehr interessant. War irgendwie auch 2006 habe ich so ein alter linker Kollege schon seit 68, ein urerzalter Linker und so. Treffst ihn also in der Fakultätssitzung, der sagt zu mir, Detlef, was ich heute erlebt habe, ich steige in die Straßenbahn ein und da kommen so migrantische Jugendliche, Türken, Araber, kommen auf mich zu mit Schwarz-Rot-Gold und sagen zu mir, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Wie soll ich das verstehen? Mein Lieber. Ja, war immer so seine Objekte sozusagen in seinem antideutschen Bewusstsein, linken antideutschen Bewusstsein zu sein. Mensch, das ist ganz normal. Das ist ganz normal, dass ich
das ist überall. Das ist in England so, das ist in Frankreich so oder sonst etwa. Es gibt eine bestimmte Identifikation. Und besonders sozusagen in Abkömmlingen von proletariatsnahen Schichten ist das die Identifikation. Ne? Das, was ich vorhin sagte. Ne? Mit Überindividuellen, nicht mit Überindividuellen. Ne? Was gibt es eigentlich an Überindividuellen? Ich habe keine politische Partei. Ich habe keine, nicht irgendwie, was weiß, sonst irgendetwas. Ne? Aber es gibt etwas, was ich gut finde, was irgendwie, womit ich mich identifizieren muss, was größer ist als meine individuelle Existenz. Und daher kommt diese Akzeptanz. Dieses ganz Komische, wo sozusagen nach diesen Ethno-Fetischisten wie Sarrazin oder sonst etwas, die müssen doch irgendwas ganz anderes, ne? Aber, ne? Gerade dadurch, dass sie eben Bestandteile dieser Gesellschaft sind, passiert das. Genau diese Identifikation. Und das ist eigentlich im Grunde genommen etwas, was ja, was Sie sehen, wie diese überindividuellen Identifikationen passieren. Wenn Sie irgendwie jemand fragen, der unheimlich Schwierigkeiten hat, gerade auch bei diesen durchaus fremdenfeindlichen Tendenz in dieser Gesellschaft, sich irgendwie mit Deutschland zu identifizieren oder sonst etwas. Es ist auch nicht leicht, sich mit Deutschland zu identifizieren, mit dieser ganzen Scheißgeschichte. Ne, dass er irgendwie dann sagt, irgendwie, ich bin Frankfurter. Ja, das heißt, okay, also es gibt, das ist ein ganz richtiges Gespür dafür, dass es gibt was Überindividuelles. Es gibt einen gesellschaftlichen Zusammenhang. Es gibt einen gesellschaftlichen Zusammenhang. Das Individuum erklärt sich nicht aus sich alleine. Und ich lebe in diesem gesellschaftlichen Zusammenhang. Sei dann sozusagen, ich bin Frankfurter. Und so. Und dann sehen Sie, dass er plötzlich irgendwie, weiß der Teufel, das sehe ich ja unter meinen Freunden irgendwie, der eine sagt irgendwie, was Argentinien oder sonst etwas, aber ich bin für Eintracht Frankfurt. Ich lebe irgendwie seit 30 Jahren hier. Ich lebe seit 40 Jahren in Frankfurt, ich bin für Werder Bremen. Und so, okay, das sind überindividuelle Momente, die durchaus zum gesellschaftlichen Leben gehören. Da steckt auch ein Bedürfnis, da drin. Und das finde ich, das sollte man auch nicht verteufeln. Und ich finde das irgendwie, also eine der schrecklichsten Szenen für mich war irgendwie wie bei der WM, da kamen irgendwie so ganz kleine Kinder, die irgendwie da mit Deutschland-Trikots und sonst was, und die waren so offensichtlich nicht teutonischer Herkunft. Und dann kamen irgendwelche Leute und sagten dann zu denen, ihr seid doch gar keine Deutschen. Und das ist doch einfach gemein, sowas zu machen. Aber dann habe ich auch wieder eine gute Szene erlebt, da wo ich meine Zeitung kaufe, jetzt bei der letzten WM war das, weil ich meine Zeitung kaufe, der Herr, der sie mir verkauft, sehr netter Mann, heißt Herr Günisch, und also nicht so ein richtig erzdeutscher Name, und da kommt vor mir, kommt da einer rein in die, nach dem Spiel gegen Ghana, kommt einer rein und sagt dann und so, kauft die Bild-Zeitung, knallt die auf den Tisch, dann irgendwie seine 70 Cent dazu und sagt, so weit ist es schon gekommen. Ein Türke musste uns retten. Herr Günisch bleibt ganz ruhig, guckt ihn an und sagt, das ist kein Türke, das ist ein Deutscher. Das war nicht wunderbar. Er hat es verstanden. Ne? Und der andere hat es eben nicht verstanden, der sich so als Erzteutone vorkam. Das heißt, im Flaggenwerfen finden Sie nicht grundsätzlich beängstigend? Wenn es Nazi-Flaggen wären, würde ich es schon beängstigend finden. Ja, aber irgendwie Schwarz-Rot-Gold. Ich würde es mir nicht ans Auto hängen, verstehen Sie, ich würde es mir nicht ans Auto hängen oder sonst etwas, aber ich habe da nicht irgendwie pure Angst oder so. Dann, das ist irgendwie was anderes. Sagen wir mal so, damals in Dresden, da war ich froh, dass ich es im Fernsehen gesehen habe und dass ich nicht dabei war. Das ist schon was anderes. Es kommt schon auch auf die Inhalte, auf die Stimmung, glaube ich, kommt es schon sehr an. Da ist vieles möglich. Und das haben wir sozusagen, wie soll man sagen, es ist wie mit der bürgerlichen Gesellschaft selber und auch unter veränderten Bedingungen. Sie hat etwas Janusköpfiges. Ne? Es gibt zwei Seiten da drin. Und es kommt darauf an, und das ist irgendwie etwas, wozu man etwas beitragen kann.
man kann die emanzipatorische Seite stärken oder die andere. Ne? In diesem Gewicht, ne? wir haben nichts Besseres. Natürlich kann ich mir irgendwie eine ideale Welt vorstellen, in der es keinen Staat, keine Steuern und keine Arbeit gibt. Ne? Aber das ist zwar sehr schön, aber das ist nicht die Realität. Ich muss mich mit der Realität auseinandersetzen. Und in der Realität sind beide Momente vorhanden. Mal ist das eine stärker, mal ist das andere stärker. Und sozusagen, ich kann was dafür tun, dass das, was ich will, stärker wird. Ich kann sein, ich kann versuchen, sozusagen, das Inklusive, Emanzipatorische zu stärken und das andere zu bekämpfen. Dafür kann ich etwas tun. Aber sozusagen, ich kann die Realität, sozusagen, ich kann mir nicht irgendwie eine Realität erfinden, in der es nur das eine gibt. Oder, was noch illusorischer ist, dass man sich sagt, ich habe mit dem gar nichts zu tun. Ich bin irgendwie ein Mensch, der mit allem nichts zu tun hat und ich bin für mich sauber und sonst etwas. Das stimmt einfach nicht. Das wissen Sie, das ist, wenn man im gesellschaftlichen Lebensprozess in irgendeiner Weise engagiert ist, man trägt auch zur Stärkung des Schlechten bei. Das können Sie zum Beispiel, können Sie ja dabei sehen, kann ich kontrollieren, was mit meinen Steuern gemacht wird? Es wird unheimlich viel Mist mit meinen Steuern gemacht. Sehr schlechte Sachen werden mit meinen Steuern gemacht. Und trotzdem, Irgendwie muss ich mir sagen, es ist auch wichtig, dass der Staat finanziell handlungsfähig ist. Er kann auch über demokratische Entscheidungsprozesse auch Gutes mit meinen Steuern machen. Und das ist, in dieser Widersprüchlichkeit lebt man eben. Ich weiß nicht, ob du noch vorher sagen wolltest. Nee, jetzt. Okay. Nur ein Kommentar dazu. Das war ein Kommentar. Sie haben gesagt, es war ein Kommentar. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, oder gibt es noch? Dann kommst du einfach nach dem Vortrag nochmal. Ich habe noch eine Frage. Und zwar hat Dieter Schildmaier zum Niederschlag des Internationalismus nach 89, dass der Realsozialismus die Aufklärung letztendlich beherrschen wollte, auch im Sinne ihrer Nation. Und weil das letztendlich unter dem Realsozialismus nicht so gut gelaufen ist, haben sich dann dementsprechend die Kräfte, die sich gegen die Regime gewandt haben, sich an den regressiven Tendenzen halt angeschlossen. Also alle emanzipatorischen Elemente der Aufklärung raus katapultiert aus ihrer Bewegung. Muss man einfach nicht, wenn man sich zum Beispiel dann, und Sie haben auch gesagt, es wäre zutreffend für ganz Europa, aber in Grundjahren war es doch eigentlich eher andersrum, dass quasi da das Sowjetregime gerade die regressiven Tendenzen unterstützt hat, weil da nämlich gerade eher die Gruppen, die quasi der Aufklärung hatten, gerade die Klassenfeinde waren. Also das würde ja quasi ja diese geschichtliche Ereignisse würde ja ihre These auf jeden Fall relativieren. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil Ungarn, finde ich, ist ja das erschreckendste Beispiel, was sich da nach 1989 ereignet hat. Eine dermaßen grauenhafte Vergiftung der Öffentlichkeit mit Ethnonationalismus, Antisemitismus, offen faschistischen Sachen, also ja, jetzt sogar Aufstände gegen überhaupt das
die parlamentarische Demokratie, also ist ja ganz furchtbar. Also insofern würde das das ganz geradezu bestätigen, dass die sich geradezu berechtigt fühlen, alles, was sie als sogenannt postkommunistisch identifizieren, das eben unter diesen Auspizien zu bekämpfen, und zwar einen absolut aggressiven Ethnonationalismus mit offen antisemitischen Geschichten, also schrecklich, rassistisch, furchtbar. Eigentlich, aber ich glaube, Sie haben mich kurz weit verstanden, weil es war ja eigentlich die These Ihrerseits, dass es eine Abwehrreaktion auf die sowjetische Führung war. Und in Ungarn soll es so gewesen sein, dass die Sowjets ja gerade diese regressiven Tendenzen unterstützt haben. Also sagen wir mal so, das ist ein ziemliches Hin und Her, aber im Prinzip ein ziemliches Hin und Her gewesen in Ungarn. Kommen wir also Ungarn-Aufstand 56 und in Polen ist es eigentlich sehr ähnlich verlaufen, weil als nämlich die kommunistischen Regime gemerkt haben, nach 48, 49, als sie gemerkt haben, dass sie keine richtige Massenbasis finden, deswegen gab es versucht, diese Massenbasis irgendwie zu erweitern. Nicht? Und dann haben sie genau solche Sachen eben aufgenommen. Die Schauprozesse, der Antizionismus, all das waren so Momente, ne, wo die so regressive Momente aufgenommen haben. Aber sozusagen, das war ein Verstoß eigentlich gegen ihre eigenen Prinzipien, um eben diese Massen zu gewinnen. Deswegen auch war das nicht besonders erfolgreich. Und die Regime wurden nicht sehr viel glaubwürdiger dadurch. Aber sozusagen in den oppositionellen Tendenzen nach 89 hat sich zumindest ein großer Teil, nicht alle, aber ein großer Teil, deswegen sagte ich, dass interessanterweise die vielleicht stärksten Aktivisten nach 89 völlig marginalisiert wurden. Das können Sie eben auch in Polen können Sie das eigentlich sehen, dass die aufgeklärten Momente in der Solidarność, die wurden völlig marginalisiert. Und dagegen kamen jetzt eben die Kaczynski-Brüder und diese ganze Truppe da irgendwie mit ihrer Kreuzverehrung. Ja, deswegen wurden das zu dominierenden Momenten. Und da sehen Sie schon diese regressive Tendenz, diese ethnonationalistische Komponente, das spielt eben eine ganz große Rolle. Und können Sie mal, wie Lackmuspapier können Sie immer sehen, wer verwendet irgendwie antisemitische Geschichten? Das haben Sie da in vollster Blüte. Dann habe ich jetzt noch eine Frage. Und zwar, Sie haben das gerade gesagt, dass es klang jetzt gerade so, als müsste man sich wundern, dass irgendwie so Leute wie die Kaczynski-Brüder oder so eine ethnonationalistische Debatte, wie sie jetzt über und von Sarrazin geführt wird, dass das jetzt auf einmal aufkommt. Aber man müsste das ja viel mehr ernst nehmen, dass das irgendwie so von einer breiten Masse getragen wird und auf Zustimmung stößt. Also das wäre ja dann so ein bisschen, ja, die haben sich da irgendwie durchgesetzt. Also wie das jetzt passiert ist, weiß eigentlich niemand so richtig. Aber so wie sich das gerade darstellt, scheint es ja, was Sarrazin da verbreitet, durchaus irgendwie eine Mehrheitsmeinung zu sein, die in der deutschen Bevölkerung so vorherrscht. Dann ist man da nicht ein bisschen idealistisch, wenn man irgendwie einen aufgeklärten Nationalismus dann dagegen an den Start bringt? Also von aufgeklärtem Nationalismus, so möchte ich nicht verstanden werden. Um es nochmal deutlich zu sagen, das ist etwas, was die deutsche Sprache nahelegt. Das ist einfach nicht differenziert. Wie gesagt, Nation ist etwas anderes als Nationalismus. Worum es mir geht, ist um, dass tatsächlich in dem Begriff der Nation ein Element der Aufklärung drinsteckt. Und gerade wenn man sich in irgendeiner linken Tradition versteht, sollte man das ernst nehmen und darüber nachdenken und reflektieren. Es geht nicht um Nationalismus, sondern es geht eben um die aufgeklärten Elemente. Die aufgeklärten Momente heißen zum Beispiel Menschenrechte,
Akzeptierung der Menschenrechte. Und das bringt einen in einen unweigerlichen Gegensatz zu ethnonationalistischen Tendenzen. Diese ethnonationalistischen Tendenzen sind sehr stark. Im Osten stärker als im Westen, aber im Westen durchaus auch stark vorhanden. Gab es auch schon vor 89. Die ganzen Erfolge populistischer Bewegungen im Westen sind darauf zurückzuführen. Hängt damit zusammen, ne? Das ist diese xenophoben Tendenzen in der westlichen Gesellschaft eben auch gegeben, nicht der westlichen Gesellschaft auch gegeben. Ich sage nur, und das ist mein wichtiges Argument, und es ist nicht blauäugig, sondern ich sage nur, um das, um so eine linke quietistische Haltung, die gefällt mir nicht, zu sagen irgendwie, die Leute sind alle verrottet und die haben irgendwann nur dummes Zeugs im Kopf und wir sind irgendwie die Sauberen, die alles so richtig klar sehen. Ich sage, es ist eine ganz wichtige Tendenz, das ist besonders im Westen zu sehen. Und die wichtige Tendenz ist die, dass das nicht spontan ist, sondern dass so etwas formiert wird, gemacht wird. Und gegen dieses Machen, dagegen kann man sich zur Wehr setzen. Und dieses Machen ist, habe ich gesagt, irgendwie in den großen Tendenzen, also nur um das Offensichtliche zu nehmen, Medien, ne? Das Medienpolitik ist das, ne? Die sagen sich das, die treffen sich da. Schermacher, früher Aust, heute, weil ich weiß nicht, wer jetzt der Fuzzi vom Spiegel ist, inzwischen kenne ich nicht, habe ich vergessen. Die treffen sich da irgendwie in Potsdam und dann fahren sie auf dem Boot zusammen und sagen, jetzt machen wir mal eine Kampagne. Jetzt machen wir mal die Ypsilanti klein und so weiter. Und dann machen die Ypsilanti klein, das schaffen die. Das kriegen die irgendwie hin. Wir werden die Ypsilanti, ich will die gar nicht verteidigen oder sonst etwas, also so ein Star war die auch nicht. Aber irgendwie dieses wortbrüchig. Sie ist wortbrüchig. Jetzt tritt Roland Koch ab, diese alte Sau. Na, der tritt ab. Ne? Diese Dinger da, jüdische Vermächtnisse. Betrug, das sind richtig kriminelle Aktionen, Wahlkampfdinger in und so weiter und so fort. Ein großer Demokrat tritt ab. Spiegel, FAZ, Bild, das ist ihr Star. Die Leute haben das irgendwie vergessen oder so, wissen das gar nicht oder trauen sich nicht mehr, das zu sagen. Das ist auch Autorität, Einschüchterung durch Autorität. Und dagegen kann man tatsächlich etwas machen. Aber das ist nicht irgendwie spontan, sondern das ist in dem Sinne, wir haben hier immer plakatiert, Bild macht das ja gerne, nicht? Bild dir deine eigene Meinung. Ne? Das heißt, die Meinung, die Bild bildet. Ne? Das heißt, der ist man nicht schutzlos ausgeliefert. Ne? Aber sie spielt eine Rolle, dass Meinungen nicht spontan sind, sondern dass sie formiert werden. Und das ist wichtig, das muss man sich auch ins Gedächtnis rufen. Deswegen kann man nämlich auch was dagegen machen. Ich habe jetzt noch dich schon. Also ich muss nochmal aufpassen. Ich finde die Differenz erstmal zu sagen, ein Nationalismus und eine Nation, die sozusagen auf rassische Herkunft liegt, ist stärker als eine Nation oder im Gegensatz zu einer Nation, die auf die bürgerliche Revolution beruft, wie zum Beispiel Frankreich, diesen Unterschied zu machen, finde ich erstmal wichtig. Aber was mir bei Ihnen, also was mich gerade so sehr stark irritiert, ist sozusagen, wie kritiklos, und da würde ich jetzt den Unterschied zwischen Nationalismus und Nation erstmal gar nicht machen, wie kritiklos sozusagen die bürgerlich-kapitalistische Nation bei Ihnen wegkommt. Weil da müssen Sie mir da wirklich nochmal erklären, was denn dann da vernünftig ist, sozusagen aufklärerisch, wenn diese Privilegien, die ich genießen kann, zum einen sozusagen, weil das ganz grundsätzlich das Privileg ist, sozusagen genau wie die Staatenlosen, wie Sie genannt haben, nicht zu kommen. Dann ist ja das Problem nicht, dass die Staatenlosen keinen Staat haben. Dann ist erstmal festzuhalten, gerade selbst wenn es sozusagen einer realen Perspektive widerspricht, festzuhalten, dass es brutalst ist, dass Leute überhaupt sich sozusagen diesen Staat zuordnen. Dann sind gerade die Staatenlosen noch das beste Beispiel dafür, wie brutal sozusagen eine Aufteilung in Nationen ist. Also ich verstehe sozusagen den Unterschied zwischen einem vermeintlich aufgeklärten Nation, aber ich verstehe nicht die Kritiklosigkeit. Da fehlt mir ganz ehrlich, also da fehlt mir sozusagen die auch marxistische Kritik an Nation und Kapitalismus.
Gut, das können wir jetzt nicht machen, aber ich würde Ihnen einfach mal sagen, überlegen Sie sich mal, ob Sie starten. Jemand sind, der keine Papiere hat, oder ob Sie jemand sind, der Papiere hat. Und da würde ich sagen, da ist die Frage sehr einfach. Wenn das in meinem Leben vorkommt, würde ich, egal ob bürgerlich, kapitalistisch oder sonst wie, wäre es mir lieber, ich hätte einen Pass in der Tasche, mit dem ich Grenzen wechseln kann, als ich hätte keinen Pass in der Tasche. Deswegen sollte man sich irgendwie auch dafür einsetzen, sozusagen, dass Menschen eben nicht staatenlos sein müssen oder dass ihnen Staatsbürgerschaft verweigert wird oder Staatsbürgerschaft schwer gemacht wird. Und das ist doch irgendwie das reale, das praktische Problem. Dass zum Beispiel die Staatsbürgerschaft, das ist in Deutschland ein ganz reales, praktisches Problem, dass der Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft unheimlich schwer gemacht wird. Vielen Leuten unheimlich schwer gemacht wird, die hier leben, sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen wollen. Und das ist eine politische Aufgabe. Ist zwar nicht super revolutionär oder sonst etwas, aber das würde ich sagen, ist ein sehr praktisches Problem. Also, das ist ein Problem, wenn ich darauf antworte, ich glaube, das ist sehr interessant. Ja. Aber es berührt doch überhaupt nicht sozusagen die Theorie über Nation. Also sozusagen mich dann von dem praktischen Problem leiten zu lassen. Nein, mich von dem praktischen Problem leiten zu lassen, dass Leute, die einen keinen Pass haben, sehr viel schlechter dran können, als einen Pass. Das liegt doch auf der Hand, das ist doch gar nicht die Frage. Aber dann daraus zu machen, die Nation ist sozusagen, auch in der Nation ist dann vielleicht sogar verstehenswert, gleichwertig, das kann ich da drüber gehen. Aber gerade also auch die aufgeklärtesten Nationen haben doch genau diesen Ausschlussmechanismus, da werden Leute abgeknallt am Zäun. Ich meine, ich verstehe es nicht. Und ich verstehe auch nicht die Ausschließlichkeit der Frage. Also ich kann ja gleich froh sagen, ich bin natürlich dafür, dass Leute erstmal möglichst viele Staatsbürgerschaft bekommen, damit sie in Sicherheit sind. Aber zugleich kann ich noch als Kritikerin sagen, und es geht mir aber nicht nur einfach nur darum, zu gucken, was in diesem pragmatischen nächsten Schritt als meine große Zielvorgabe, alle sollen irgendwie in Staaten eingebunden werden, mir da vor Augen setzen, sondern zugleich darin, das doch eigentlich viel realitätsgerechter zu fragen. Aber warum ist das denn nicht so? Liegt das denn nicht zum Beispiel an so etwas, das man eben nicht so machen kann wie Sie, zu sagen, wir haben auf der einen Seite halt irgendwie das aufgeklärte Rationale, die Bezugnahme auf die Nation, oder auf der anderen Seite den Ethnonationalismus, da macht man so einen bösen Bezug auf Nation versus gute Nation, kriegt damit genau, wie ich sagen, nicht das Gebiet, was eigentlich die gesellschaftliche Realität ist, nämlich Nation, die eben nicht so ausspaltbar ist, auch in der Bezugnahme, aber auch in der Analyse. Naja, also ich sage ja, man kann sich eine Realität erfinden und das irgendwie gut finden, oder man kann sich an einer Realität orientieren. Und sich an der Realität orientieren heißt in dem Sinne, dass einem das vielleicht klar wird, dass die Differenz zwischen Recht und Rechtlosigkeit eine Differenz ums Ganze ist. Und das hindert mich gar nicht daran, eine Kritik des Rechts und der Rechtsprinzipien durchzuführen. Aber gegenüber der Rechtlosigkeit ist die Stärkung des Rechts auf jeden Fall, würde ich sagen, eine alternativlose Geschichte. Und das hat einfach ganz praktisch damit zu tun. Und das mögen Sie als pragmatisch diffamieren, aber ich weiß nicht, wenn Ihnen das irgendwie mal bewusst wird, wie viele staatenlose Menschen, wie viele passlose Menschen es gibt, wie viele Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung in Angst leben, dann finde ich, verbietet sich das von selbst, so abstrakte Kritik zu üben. Vielleicht habe ich Sie ja falsch verstanden oder nicht zugehört, aber ich habe sozusagen
Wir haben ja gar nicht über Pragmatismus geredet. Wir haben ja hier sozusagen ein Feld der sozusagen die Möglichkeit von Theorie und zu denken, sozusagen, was wirklich wichtig ist, weil das keine einschränkt. Niemand sagt gerade, pragmatisch müssen wir das und das regeln. Wir haben jetzt nicht einen Fall für einen Staatenlosen, der gerade Hilfe braucht, wo selbstverständlich gefordert werden muss, dass die Leute da bleiben sollten. Das ist ein Pragmatismus, den ich teile. Aber das heißt doch nicht für mich in der Theorie, da sozusagen aufzugeben und diese Kritik nicht weiter schafft, an genau den Verhältnissen so zu üben, wie sie sind. Aber was nützt Ihnen eine Kritik an Verhältnissen, wenn Sie die Verhältnisse gar nicht zur Kenntnis nehmen? Ich meine, das bedeutet ja nicht nur, ich habe jetzt nicht pragmatisch irgendwie in dem Sinne gemeint, wir wursteln uns da mal so durch, sondern das ist eine, würde ich sagen, eine ganz zentrale Erfahrung. Deswegen habe ich auch auf Hannah Arendt und ihre Studie in Bezug genommen, das finde ich ganz stark im dritten Band der Totalitarismusstudie, wo sie gerade die Erfahrung des 20. Jahrhunderts als Flüchtling und Staatenlose, diese Erfahrung reflektiert. Und das bedeutet, es gibt auch eine gewisse Empirie, nämlich eine Empirie, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und das dafür ist auch eine Theorie, die sich nicht auf eine Empirie bezieht, ist keine. Ja, das ist eine Spinnerei. Und das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen und wir müssen uns mit realen Problemen auseinandersetzen, wenn die Theorie irgendwas bedeuten soll. Außer irgendwie, ich kenne diesen marxistischen Purismus, der aber realitätslos ist. Dann habe ich jetzt drei Wortmeldungen, wahrscheinlich direkt dazu, ja. Alle drei. Du und Ima. Moritz, du hast das. Ich würde auch gerne nochmal diesen Kommentar nochmal aufgreifen, weil ich es schwierig finde, eine Aufwendung so eine Wahloption drin sehen zu müssen, zu sagen, entweder die praktische Unterstützung, Rechte zu erweitern, Rechtlosen zu Rechten verschaffen oder prinzipiell Rechte zu kritisieren. Also ich glaube, das ist in meinen Augen weniger entweder oder, sondern es kann ja sehr gut sowohl als auch sein. Wie Sie sagen, ist eine Imagined Community, eine eingerichtete Gemeinschaft, die aber auch materielle Gewalt bekommen hat. Und ich denke, da ist es sehr wohl möglich, einerseits in den gegebenen Verhältnissen Menschen, die ausgeschlossen werden, Teilhabe zu verschaffen, Rechte zu verschaffen, aber gleichzeitig wäre es doch schade, nicht weiter danach zu suchen, was für ganz andere Communities sich Menschen auch einbilden können, die nicht nur so gescheiden dann ausschauen wie Nation und Staat, sondern die vielleicht eben, so wie es ja vorhin auch schon anklang, so minoritär irgendwie die Kreise sein mögen, die sich über andere Communities jenseits von Staat und Klassen Gedanken machen, auch sein mögen. Aber neben der praktischen Hilfe in der Gegenwart noch so ein utopisches Moment zu suchen nach etwas anderem. Ich glaube, das ist bei den Verhältnissen so schrecklich, wie sie sind, was tragisch wäre, das aufzugeben. Mein Einwand war Staatenlosigkeit, wenn man sich aber anschaut, wie die Menschen im Trikot verhungern, die nicht staatenlos sind, bezogen auf die Menschenrechte, wo es eigentlich der Pflicht ist, dass jeder Mensch zu essen haben sollte. Und man auf der anderen Seite sieht, dass von den Produktionsmitteln genügend da wäre, um alle zu ernähren, so müsste man das doch auch empirisch als Verhältnis betrachten und auch mit in die Kritik einzubeziehen. Und deswegen dieser für mich hier Glaube zu sagen, wenn wir auf die Menschenrechte pochen, wenn wir irgendwann die beste Welt haben, ist es dann nicht viel eher eine Sackgasse, in die man die letzten Jahre sich immer weiter und tiefer reingekannt hat, weil gerade da wird doch gezeigt, dass die Menschenrechte das Biegsamste ist, was es irgendwie auf der Welt gibt. Wenn es darum geht, irgendwie besser produzieren zu können, oder das heißt besser als rationaler mit weniger Menschen. Soll ich noch die letzte Bemerkung sammeln? Ich wollte sagen, für mich ist das eine Ressourcenfrage, Also ne, ob das eher ist,
ich nur sozusagen theoretischen widmen würde, also, nee, das mache ich selber. Ich will damit sagen, ich finde es beides wichtig und ich finde es wichtig, da solidarisch zu bleiben. Also ich finde es super, weil es Leute gibt, die ganz viel Wissenschaft und Theorie machen und sich damit beschäftigen und das anderen Leute zurücktragen. Und ich finde es super, wenn es Aktivistinnen und Aktivisten gibt, die eben nicht so noch mal voll in die Praxis, aber ich finde auch, dass es dazwischen gibt, okay, also sagen wir so, worüber wir uns heute Abend unterhalten haben, war eigentlich über eben der Realität von Nationen und die uns dieses blöde faktische Vereinigung von 1989, 1990 vorgeschrieben. Das ist das Thema, über das wir gesprochen haben. Das heißt also, ob ich mich nun vorher für die Vereinigung interessiert hat oder nicht, ist irgendwie eigentlich egal. Na, sozusagen, ich war 1989 damit konfrontiert worden. Mit einem gesellschaftlich-politischen Faktum. Mein Versuch war jetzt irgendwie politisch zu analysieren, was ist da eigentlich vorgefallen. Und mein erster Versuch war irgendwie, das aus diesem teutonozentrischen Rahmen herauszubringen und das als ein gesellschaftliches Problem zwischen Ost und West darzustellen. Die Welt hat sich epochal verändert durch 1989, 90. Und wenn wir darüber eben politisch diskutieren wollen, dann kommen wir nicht drum rum, uns mit der Nation auseinanderzusetzen. Ich habe vielleicht für Sie ganz olle Kamellen erzählt. Nation ist überhaupt nichts Natürliches, sondern Nation ist etwas Geschichtliches, und zwar sehr jungen Datums. Und das hat etwas mit der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft im 19. Jahrhundert zu tun, weltweit. Das konnten wir jetzt sozusagen, die Widersprüchlichkeit der bürgerlichen Gesellschaft, das ist alles geschenkt, das können wir uns, das ist noch eine andere Thematik. Aber es hat auch damit zu tun, und das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, dass der Versuch, und das ist irgendwie 1989, 90 im weltgeschichtlichen Maßstab gesehen, ist, dass die Aufhebung der bürgerlichen Gesellschaft mit realsozialistischen Mitteln, dass die gescheitert ist und dass die eine verheerende Folge gehabt hat. Dieses Scheitern hat eine verheerende Folge gehabt und das ist eine Erbschaft dieser Zeit von 1989, 90, die wir noch täglich erleben, nämlich dass auf diese Weise auf der einen Seite die Elemente der Aufklärung, die durchaus emanzipatorische Natur waren, damit in Misskredit gebracht worden sind, weiteren Misskredit gebracht worden sind, und auf der anderen Seite, dass dadurch Elemente, antiaufklärerische Elemente gestärkt worden sind, um es ganz kurz zu machen, was sich eben in diesen ethnonationalistischen Tendenzen ausdrückt, die im Osten stärker sind als im Westen, aber im Westen durchaus vorhanden sind. Und im Westen wird daran irgendwie angeknüpft mit eben, wie gesagt, sozusagen die Migration zu einem ganz heißen Thema zu machen, indem sich eigentlich dieser Ethnonationalismus tatsächlich die Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft selber in Frage stellt. Ob es ein Jenseits dieser Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft gibt, darüber können wir uns noch lange streiten und unterhalten. Ich würde sagen, aber verlieren möchte ich diese Errungenschaften auf keinen Fall. Und damit haben eben Menschenrechte zu tun. Das ist nicht irgendein ideologisches Konstrukt, sondern die Menschenrechte sind etwas ganz praktisch Reales, bedeuten etwas wie Rechtssicherheit, bedeuten etwas wie auch Einklagbarkeit. Und Sie sehen das, dass zum Beispiel in Verhältnissen, in denen diese Menschenrechte nicht existieren, Menschen Leib und Leben dafür riskieren, um diese Menschenrechte zu realisieren. Ich denke nur an China und so weiter und so fort. Da jetzt die Zeit schon relativ fortgeschritten ist,
wir gehen, wer noch quasi weiteren Gesprächsbedarf hat, kann das dann auch im kleineren Rahmen noch mit uns machen. Dann würde ich den Abend schließen. Ich wünsche euch einen guten Nachhauseweg. Bis zum nächsten Mal.